Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des digitalen Polizeikongresses der Grünen Landtagsfraktion Nordrhein-Westfalen, willkommen hier im Landtag. Man sieht es nicht ganz so gut, aber wir stehen hier im Landtag, im sogenannten Landtagsforum und nehmen hier auf und streamen von hier. Ich freue mich sehr auf den heutigen Tag, auf interessante Gäste, auf spannende Diskussionen, die wir heute haben werden. Und ich freue mich vor allem darüber, dass sich über 250 Menschen für unseren Polizeikongress heute angemeldet haben. Darunter sind natürlich viele grüne Mitglieder, es sind Kolleginnen und Kollegen aus anderen Landtagen, es sind viele Menschen aus der Polizei, aus der Zivilgesellschaft und aus der Wissenschaft und wir freuen uns wirklich total, dass es ein so großes Interesse an diesem Polizeikongress gibt und wir freuen uns auf die Diskussion. Also Ihnen und euch allen ein herzliches Willkommen hier zu dem Polizeikongress. Wir können heute leider nicht in Präsenz tagen und das ist so ein bisschen schade, weil ja vieles auch in der Kaffeepause besprochen wird, nochmal in Zwiegesprächen. Das ist heute leider nicht möglich aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir heute hier die Möglichkeit der Diskussion haben werden. Vor 10 Jahren, also 2011, hat unser damaliger Europaabgeordneter Jan-Philipp Albrecht, inzwischen ist er Umweltminister in Schleswig-Holstein, hat damals den ersten grünen Polizeikongress veranstaltet. Und seitdem gab es viele weitere grüne Polizeikongresse von Jan-Philipp Albrecht selbst, aber auch von der grünen Bundestagsfraktion und von vielen grünen Landtagsfraktionen in den unterschiedlichen Bundesländern. Und ich freue mich sehr, dass wir uns heute zum ersten grünen Polizeikongress Nordrhein-Westfalen treffen und damit ja vielleicht auch eine neue Tradition hier in NRW auch beginnen. Die Polizei hat als Trägerin des Gewaltmonopols des Staates eine ganz besondere Rolle. Ihre Aufgabe ist es, für die Sicherheit der Menschen zu sorgen, und zwar für alle Menschen, unabhängig vom Alter, vom Geschlecht, von einer Migrationsgeschichte oder von anderen Merkmalen. Und dafür muss unsere Polizei gut ausgebildet sein. Sie muss gut ausgestattet sein, zum Beispiel durch moderne IT-Ausstattung. Sie muss personell gut aufgestellt sein und sie braucht gute Arbeitsbedingungen. Und selbstverständlich braucht die Polizei für ihre Arbeit auch Eingriffsbefugnisse. Und für uns Grüne ist dabei klar, dass Eingriffe in Grundrechte immer verhältnismäßig sein müssen. Und deshalb ist uns im Bereich der Innenpolitik und der politischen Diskussion, die wir führen über neue Gesetze beispielsweise, ist es uns wichtig, dass wir das auf eine sachlich fundierte Grundlage stellen und sachlich darüber diskutieren. Weil die Frage ja immer ist, welche Instrumente bringen wirklich mehr Sicherheit? Wo gibt es nur Scheinsicherheit und wird auch dann vielleicht unverhältnismäßig stark in Bürgerrechte eingegriffen? Ich will vielleicht so ein ganz konkretes Beispiel nennen, um das mal so ein bisschen plastischer zu machen, was ich eigentlich damit meine. Das Thema Videobeobachtung finde ich, eignet sich ganz gut so als Beispiel dafür, denn während früher in Nordrhein-Westfalen Videobeobachtung durch die Polizei nur an Kriminalitätspunkten zulässig war, wenn es nachweislich nicht zu Verdrängungseffekten kam und die Polizei schnell vor Ort sein konnte, um einzugreifen, sind die Voraussetzungen für die polizeiliche Videobeobachtung mit dem Polizeigesetz von CDU und FDP deutlich herabgesetzt worden. Und das sehen wir als Grüne sehr kritisch und das war auch so einer der Gründe für uns, warum wir das Polizeigesetz abgelehnt haben. Und momentan wird hier im Landtag auch das geplante Versammlungsgesetz sehr kontrovers diskutiert. Wir Grüne haben da sehr viel Kritik dran, weil wir sagen, dass eben der Schutz der Versammlungsfreiheit nach vorne gestellt werden muss. Und ich glaube im Übrigen auch, dass die Polizei, die solche Gesetze ja anwenden muss, eben auch eine klare, eine eindeutige Rechtslage braucht anstelle von unbestimmten Rechtsbegriffen und Interpretationsspielräumen. Aber es soll heute gar nicht so sehr um das Polizeigesetz oder das Versammlungsgesetz gehen, sondern wir haben heute viele andere wichtige Punkte auf unserem Programm und bei allen Diskussionen, die wir führen, die wir zum Teil auch kritisch mit den Polizeigewerkschaften oder auch mit Teilen der Polizei führen, ist es mir wichtig, dass wir miteinander reden, dass wir im Gespräch sind, dass wir konstruktiv miteinander diskutieren und deshalb
freue ich mich so sehr auf den Austausch heute, weil wir genau das eben vorhaben. Und ich freue mich deshalb eben auch, dass wir nicht nur Anmeldungen oder Gäste aus der Grünen Partei haben, sondern eben auch, dass Menschen aus der Polizei dabei sind und auch die Polizeigewerkschaften auch heute mit eingebunden sind, auf dem Programm stehen und mit dabei sind, weil wir genau diese Diskussion gemeinsam auch führen wollen. Und ich möchte vielleicht ein Thema auch noch ansprechen, weil ich gerade selbst aus dem Untersuchungsausschuss Kindesmissbrauch komme. Wir haben heute noch den ganzen Vormittag getagt und ich glaube, der Ausschuss läuft auch gerade noch. Mir persönlich ist das Thema Bekämpfung des Kindesmissbrauchs sehr wichtig und wir bearbeiten das hier im Landtag wirklich fraktionsübergreifend, denn die furchtbaren Missbrauchsfälle in Lüchte auf dem Campingplatz haben uns damals alle aufgerüttelt. Und dann kamen ja noch weitere wirklich unfassbare Taten hinzu von Münster und Bergisch Gladbach. Und wir bearbeiten das Thema fraktionsübergreifend im Untersuchungsausschuss in Gesprächen mit der Polizei. Und ich will an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass wir es ausdrücklich begrüßen, dass das nordrhein-westfälische Innenministerium dieses Thema zum strategischen Kriminalitätsschwerpunkt der Polizei NRW erklärt hat. Und neben einer guten technischen Ausstattung und Strukturveränderungen innerhalb der Polizei, um diese wahnsinnigen Mengen an Missbrauchsabbildungen, an Fotos, an Videos auswerten zu können, sind vor allem die Arbeitsbedingungen derjenigen, die tagtäglich diese Missbrauchsabbildungen anschauen und auswerten müssen, enorm wichtig. Und auch, dass es die Möglichkeit von Supervision und Reflexion gibt, um diese Arbeit bewältigen zu können. Und ein weiteres Thema, was uns hier in Nordrhein-Westfalen im letzten Jahr sehr stark beschäftigt hat und auch immer noch beschäftigt, das sind die rassistischen Inhalte in Chats von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Ich finde oder ich denke, es liegt im Interesse der Polizei selbst, dass solche Fälle aufgeklärt werden und dass man auch präventiv dagegen steuert. Und wir werden heute noch öfters die Gelegenheit haben, über dieses Thema zu diskutieren. Deshalb will ich es hier nur kurz anschneiden in der Begrüßung. Ich möchte aber noch auf ein weiteres Thema hinweisen, und zwar auf das Thema Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus. Welche Gefahr vom Rechtsextremismus ausgeht, das haben wir in den letzten Jahren erleben müssen. Vor ziemlich genau 10 Jahren hat sich der rechtsterroristische NSU selbst enttarnt. Wir mussten danach noch die Anschläge von München, Wolfshagen auf Walter Lübcke, Halle und Hanau erleben. Und welche Möglichkeiten die Polizei zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und zur Erkennung von Radikalisierung hat. Das werden wir nachher noch sehr ausführlich im Panel 2 diskutieren. Da freue ich mich schon drauf. Und ich möchte vielleicht an dieser Stelle auch schon mal so einen Ausblick geben jetzt auf das Programm, was wir heute eigentlich mit Ihnen und mit euch vorhaben. Wir wollen im ersten Panel diskutieren, wie die Polizei in Nordrhein-Westfalen organisiert sein sollte, um einerseits effektiv arbeiten zu können, und andererseits natürlich selbstverständlich auch im ländlichen Raum präsent zu sein. Das ist eine Diskussion über die Polizeistruktur, die in Nordrhein-Westfalen ja sehr zersplittert ist. Und was vielleicht etwas trocken klingt, ist aus meiner Sicht eine hochspannende Frage, wie wir unsere Polizei organisieren und auch wie wir auch vielleicht von anderen Bundesländern lernen können. Im dritten Panel geht es dann später um die bürgernahe Polizei. Ich denke, und dieses Stichwort wird bestimmt heute noch häufiger fallen, es wird sehr intensiv über die Einrichtung einer Stelle eines oder einer Polizeibeauftragten gehen. Und neben der oder dem Polizeibeauftragten ist uns Grünen auch die sozialraumorientierte Polizeiarbeit ein wichtiges Thema, um vor Ort Präsenz zu zeigen und als Bezirksbeamtinnen und Beamten ansprechbar zu sein für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Und dann haben wir noch ein viertes Panel geplant, da geht es um das Thema Cybercrime als Herausforderung für die Polizei. Uns ereilen ja eigentlich regelmäßig Nachrichten darüber, dass
Unternehmen, Einrichtungen der kritischen Infrastruktur, wie zum Beispiel Krankenhäuser oder auch Städte, zur Zielscheibe von Cyberangriffen werden. Und meine eigene Heimatstadt Witten ist erst vor kurzer Zeit auch Ziel eines Hackerangriffes geworden. Neben den Panels, die wir auf dem Programm haben, haben wir auch noch viele weitere spannende Inputs für heute geplant. Von den Polizeigewerkschaften, von Personen aus der Zivilgesellschaft, der Polizeiseelsorge. Wir werden mit dem LKA-Chef und dem, inzwischen muss man sagen, ehemaligen Chef des Landesamtes für Aus- und Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei NRW sprechen. Ich freue mich sehr darüber, dass wir Beiträge von Polizeigrün dabei haben. Das ist ja die Berufsvereinigung von Polizeibeamtinnen und Beamten, die bei uns Grünen aktiv sind oder uns nahestehen. Wir haben Irene Mialitsch dabei, Sprecherin für Innenpolitik der Grünen Bundestagsfraktion. Sie kommt ja selbst hier aus Nordrhein-Westfalen. Wir können jetzt auch direkt starten mit unserem ersten Gast und ich freue mich sehr, dass Frau Hunold da ist. Herzlich willkommen, Frau Hunold. Schön, dass Sie hier heute bei unserem Kongress dabei sind und unsere, unser erster Gast sind, eine Keynote gleich sprechen werden. Sie sind ja seit 2018 Referatsleiterin im LKA in Bremen und gleichzeitig auch Gastdozentin an der Deutschen Hochschule der Polizei und zwar im Fachgebiet Kriminologie und interdisziplinäre Kriminalprävention. Ich finde, das klingt schon mal sehr gut und wir haben ja auch schon im Vorfeld gesprochen. Also ich freue mich sehr auf Ihre Keynote. Vielen Dank, dass Sie da sind und ich würde sagen, Sie haben das Wort. Ja, vielen, vielen Dank für die Vorstellung und auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann. Ich bin sehr gespannt auf den Kongress und für mich ist es einfach jetzt ein schönes Gefühl, hier den ersten Input zu geben und bin gespannt, wie das so ankommt. Ich werde sprechen über gesellschaftliche Herausforderungen für die Polizeiarbeit. Ich habe 15 Minuten Zeit. Das heißt, ich kann dieses sehr, sehr breite Themenfeld gar nicht so richtig gut aufrollen. Vor allem, wenn man jetzt über gesellschaftliche Herausforderungen spricht, kann man natürlich über viele sprechen. Man kann über technische Entwicklungen sprechen. Man kann über die personellen Herausforderungen sprechen, Rekrutierungsanforderungen etc. Ich werde aber mich konzentrieren auf das Thema Vertrauen und Legitimität in einer sehr heterogenen und aber auch gleichzeitig polarisierten Gesellschaft. Ich beginne auf der nächsten Folie, zeige ich Ihnen, was so meine Themen sind, die ich jetzt kurz ansprechen werde. Ich habe schon gesagt, Legitimität und Vertrauen, die Frage danach, was ist das eigentlich? Dann werde ich darauf zu sprechen kommen, was sind so wesentliche Merkmale einer diversen und polarisierten Gesellschaft und inwiefern wirkt es als Kontextbedingung für die Polizeiarbeit. Ich komme dann zum Schluss zu einigen Überlegungen zu Voraussetzungen für eine gute Polizeiarbeit vor dem Hintergrund dessen, was ich erzählt habe. Auf der nächsten Folie sehen Sie ein Zitat von Max Weber, ein sehr wichtiger Soziologe, der sich eben auch schon mit dem Herrschaftsverhältnis von Polizei und BürgerInnen beschäftigt hat in unserer Gesellschaft. Und er sagt, damit das auf Gewaltsamkeit gestützte Herrschaftsverhältnis zwischen Polizei und BürgerInnen funktionieren kann, müssen die Beherrschten das polizeiliche Recht auf Autoritäts- und Gewaltausübung als legitim ansehen. Was bedeutet das und was bedeutet in diesem Kontext Legitimität? Man kann davon ausgehen, dass eine Person eine Institution als legitim erachtet, wenn sie glaubt, dass diese Institution Mittel und Ziele verfolgt, die dem eigenen Wert- und Normensystem entsprechen. Nun ist es so, dass eine Bürgerin, ein Bürger natürlich nicht jederzeit überprüfen kann, ob eine Polizei beispielsweise geeignete Mittel und Ziele verfolgt. Und deshalb ist das Vertrauen wichtig. Also das Vertrauen darauf, dass das auch so passiert. Und man ist sich in der empirischen Polizeiforschung einig, und das bezieht sich vor allem auf Erkenntnisse aus dem angloamerikanischen Raum, dass sich vor allem das Vertrauen in interaktiven Situationen herstellt, also zwischen BürgerInnen und Polizei.
Und hier ist es vor allem wichtig, also für die Bildung und Manifestation von Vertrauen, wie respektvoll, fair, neutral und transparent die Polizei handelt. Und außerdem ist es wichtig, für wie effektiv die Polizei tatsächlich bewertet wird durch eine Person. Jetzt ist, glaube ich, meine Präsentation, da ist sie wieder. Genau, also das sind so wesentliche Merkmale, die zu einem Vertrauen, guten Vertrauensverhältnis beitragen. Auf der nächsten Folie habe ich Ihnen eine Abbildung mitgebracht. Ich glaube, das ist nicht alles ganz gut zu lesen. Das, was ich zeigen möchte, ist, also das ist eine Trenderhebung quasi des Eurobarometer, der wurde in der Vergangenheit auch schon mal kritisiert für eine schlechte Datengrundlage. Das möchte ich hier gar nicht weiter vertiefen. Was ich hiermit machen möchte, ist ein Stimmungsbild zeigen. Zeigen, dass das Vertrauen in die Polizei eben nichts Beständiges ist, sondern dass es sich wandelt und vor allem auch in der letzten Zeit zurückgegangen ist. Jetzt müssen wir uns fragen, warum ist das möglicherweise schlecht? Und in der Forschung ist man sich einig, dass für die Polizei der schnellste Weg, die öffentliche Unterstützung zu verlieren, eine schlechte oder ungerechte Behandlung von BürgerInnen ist. Das ist ein sehr zentraler Faktor und wir können weiter sagen, dass Faktoren, die das Vertrauen in die Polizei beeinflussen, soziale Faktoren sind, wie zum Beispiel die ethnische Zugehörigkeit oder aber auch der sozioökonomische Status. Die persönlichen oder indirekten Erfahrungen mit Akteurinnen der Polizei. Und letztendlich natürlich auch die polizeiliche Performance, also die Art und Weise, wie Polizei mir als Bürgerin gegenübertritt. Diese sozialen Faktoren wollen wir uns einmal im Hinterkopf behalten, wenn wir uns die nächste Folie angucken, wo ich drei Merkmale der heterogenen und polarisierten Gesellschaft skizzieren möchte. Das ist natürlich unterkomplex. Es gibt wesentlich mehr Merkmale, aber genau diese Aspekte haben eben auch einen Einfluss auf Vertrauen. Unsere Gesellschaft ist zum einen geprägt durch unterschiedliche Milieus und Lebenswelten. Milieus haben sich weiter ausdifferenziert dadurch, dass wir mehr monetäre Mittel zur Verfügung haben, dass wir mobiler geworden sind. Wir können viel mehr individuelle Entscheidungen über unser eigenes Leben treffen. Das führt dazu, dass Milieus nicht mehr so homogen sind, wie vielleicht noch vor 50 Jahren und Lebenswelten sehr unterschiedlich. Gleichzeitig leben wir in einer postmigrantischen Gesellschaft. Das bedeutet, dass natürlich Migration nicht abgeschlossen ist, sondern dass wir eine Gesellschaft sind, die schon viel an Migration, also Einwanderung erlebt hat. Und dass gerade Menschen, die hier in erster, zweiter, dritter Generation leben, natürlich auch Aushandlungsprozessen unterworfen sind, wenn es um Ressourcen und Rechte und Teilhabechancen in dieser Gesellschaft geht. Die Gesellschaft ist weiterhin geprägt durch eine sozioökonomische und auch politische Polarisierung. Was bedeutet das? Sozioökonomische Polarisierung meint, dass sich quasi Einkommensunterschiede weiter verstärken, dass es in bestimmten Milieus Armutskonzentrationen gibt, aber auch beispielsweise in Stadtteilen, in bestimmten Städten. Also jede Stadt hat eigentlich mindestens einen Stadtteil, der besonders von Armut und Ausgrenzung gekennzeichnet ist. Also das heißt, hier gehen einfach die Scheren auseinander und Segregationseffekte verstärken sich, wenn es um sozioökonomische Benachteiligung geht. Wir haben gleichzeitig eine politische Polarisierung. Das bedeutet, ich mache das mal anhand der Mitte-Studien deutlich, die ja seit 2006 untersuchen, inwiefern populistische oder extremistische Ansichten in der Bevölkerung verteilt sind. Und es zeigt sich, dass anti-autoritäre Milieus
sich zwar verkleinert haben und im Gegenzug dazu demokratische Milieus vergrößert, aber dass gerade die antiautoritären Milieus extremer und auch gewaltbereiter geworden sind. Und diese Tendenz, die gab es schon vor Corona und wurde durch Corona noch weiter verstärkt. Und antiautoritäre Tendenzen ziehen sich auch etwas mehr so in diese gesellschaftliche Mitte hinein. Das macht sich natürlich bemerkbar in verschiedenen Folgen, wie zum Beispiel Hasskriminalität oder Konfrontationen zwischen den Milieus, auch wenn es um Versammlungen und Proteste geht. Auf der nächsten Folie. Also gucken wir uns jetzt mal an, was die Polizeiarbeit vor dem Hintergrund, was ich gerade gesagt habe, eventuell für Probleme mit sich bringt. Und das, auch das ist jetzt natürlich nur ausgewählt und absolut nicht vollständig. Also einerseits kann man sagen, dass zu den verschiedenen Milieus, die vor allem gesellschaftlich abgehängt sind, eine große Distanz besteht aus Sicht der Polizistinnen und Polizisten, die meistens ja aus der Mitte der Gesellschaft kommen, wenn sie in Städten tätig werden, unter Umständen auch eher aus dem ländlichen Bereich kommen und erstmal konfrontiert sind mit den Lebensmilieus, zu denen sie vorher noch keinen Kontakt hatten. Dazu kommt, dass gerade der politische als politische Blick eher auf deprivierte Stadtteile liegt. Das ist jetzt nichts Besonderes im Kontext der Polizei, kann aber natürlich zu Schwierigkeiten führen, wenn gerade abgehängte Stadtteile auch sehr stark im Fokus polizeilicher Arbeit liegen. Das ist ein Wechselverhältnis. Natürlich entstehen dort auch soziale Probleme, die die Arbeit der Polizei notwendig machen. Es zeigt sich aber, dass die Polizei aufgrund eines besonderen Blicks auf die Gesellschaft eben besonders genau dort auch hinschaut. Und wir kommen natürlich zu dem Punkt diskriminierende und extremistische Einstellungen, Praktiken. Das wurde gerade schon kurz erwähnt. Und hier meine ich nicht nur das, was im binnenpolizeilichen Kontext passiert, sondern auch das, was gesellschaftlich passiert. Angedeutet schon durch die politische Polarisierung, die ich gerade erklärt habe. Das heißt, Polizei hat nicht mehr nur mehr im Außen auch mit entsprechenden Phänomenen zu tun, sondern weil sie ein Teil der Gesellschaft ist, aus eben auch im binnenpolizeilichen Kontext damit zu tun hat. Und es gibt ja auch schon Andeutungen dafür, dass es Probleme gibt. Es wird immer gesagt, es gibt nicht genügend Forschung. Das stimmt. Es gibt auch bisher noch keine ernsthaften Bestrebungen, diese Phänomene tatsächlich empirisch, wissenschaftlich fundiert aufzuarbeiten. Ich weiß, es gibt viele Ansätze jetzt inzwischen dazu, aber es ist noch nicht so weit, dass wir hier genügend wissen. Aber es gibt Forschung, die kaum Erwähnung findet, die eher qualitativ und ethnografisch ist, die sehr wohl darauf hindeutet, dass es beispielsweise diskriminierende Praktiken gegenüber Menschen, die als migrantisch gelesen werden, gibt. Und das sind Probleme, die quasi jetzt auf der Hand liegen, gerade auch durch die rechtsextremistischen Chats, die aufgetaucht sind, die wie ein Brennglas wirken, wo natürlich der Blick auch nochmal genauer hinfallen soll. Ich komme zur letzten Folie, nämlich meine Schlussfolgerung als Voraussetzung für eine gute Polizeiarbeit. Und das mache ich natürlich jetzt im Kontext dessen, was ich gerade gesagt habe. Wir haben über soziale Distanz gesprochen. Bürgernahe, sozialraumorientierte Polizeiarbeit, das Stichwort ist schon gefallen, ist ein sehr gutes Instrument, um mehr Nähe zwischen BürgerInnen und der Polizei zu schaffen und auch für mehr Verständnis und Austausch, kommunikativen Austausch zwischen BürgerInnen und der Polizei zu sorgen. Das darf nicht so aussehen, dass es jetzt beispielsweise mehr Streifen in einem Stadtteil gibt, sondern das passiert
im besten Fall eben mit bürgernahen Polizeibeamten, die zu Fuß unterwegs sind. Es gibt Hinweise darauf, dass diese Beamtinnen und Beamten das Sicherheitsgefühl stärken und eben ein Austausch auch zu mehr gegenseitigem Verständnis führt. Es muss eine diskriminierungssensible Organisationskultur geschaffen werden. Das heißt, dass die Organisationen selbst sich dessen bewusst sind, dass es Probleme geben kann, dass sie offen dafür sind, diese auch zu erkennen und aufzudecken und Prozesse und Strukturen schaffen, unangemessenes Verhalten dann auch entsprechend zu sanktionieren. Mein Eindruck ist bisher, dass diese Kultur bisher nicht wirklich existiert. Und schließlich gibt es in der Kriminologie und in der empirischen Polizeiforschung ein immenses Wissen über Kriminalitätsphänomene, über die Auswirkungen von bestimmten Maßnahmen von Ordnungs- und Sicherheitsbehörden und auch Wirkungen des polizeilichen Handelns. Es ist nicht nur mein Eindruck, sondern ich habe auch schon sehr viele Berührungspunkte in dieser Hinsicht gehabt, die mir gezeigt haben, es gibt zwar Ansätze der evidenzbasierten Polizeiarbeit, vor allem wenn es um Predictive Policing-Ansätze etc. geht, aber nicht, was das eigene Handeln beispielsweise betrifft und die eigenen Maßnahmen, die man durchführt. Und hier sehe ich auf jeden Fall extrem Förderungsbedarf, mehr Wissenschaftlichkeit in die Praxis der Polizeiarbeit zu holen. Ja, die Schlussfolie, die jetzt kommt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wie gesagt, sehr auf diesen Kongress. Ja, vielen Dank, Frau Hunold, für diese Keynote. Ich glaube, dass wir uns in vielen Punkten da wiederfinden, also eigentlich in allen Punkten, die Sie zum Schluss genannt haben. Es sind ja auch wichtige Punkte, die wir als Grüne ja auch als Forderung ja auch nach vorne stellen. Und ich glaube, das gibt nochmal eine sehr gute Grundlage auch für die Diskussion, die wir heute im weiteren Verlauf auch haben werden. Also viele der Punkte, die Sie genannt haben, werden wir auch in den weiteren Diskussionen in den Panels dann auch nochmal aufgreifen. Ich glaube, es gibt bislang auch noch keine Fragen im Chat oder ich glaube, es ist noch nichts gekommen. Das wäre nochmal mein Aufruf, wer möchte, wer mitdiskutieren möchte, gerne was reinschreiben. Aber insofern möchte ich es vielleicht auch damit jetzt bewenden lassen und mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Frau Hunold, bedanken, dass Sie hier diese Keynote gesprochen haben und damit auch wirklich einen guten Start sozusagen in unseren Kongress gelegt haben. Also vielen Dank dafür und ich freue mich, wenn Sie vielleicht auch im weiteren Verlauf noch auch in den Panels, wenn Sie Lust haben, wenn Sie Zeit haben, auch noch dabei sind und mit uns noch weiter diskutieren werden dort vielleicht. Also vielen, vielen Dank nochmal. Und wir machen weiter mit dem nächsten Programmpunkt und zwar habe ich vor der Veranstaltung schon ein Gespräch geführt mit Ingo Wünsch, dem Direktor des Landeskriminalamtes von Nordrhein-Westfalen. Er konnte heute leider aus organisatorischen Gründen nicht hier sein. Deshalb mussten wir das Gespräch vorher aufzeichnen. Das wird gleich eingeblendet werden. Und ich habe ein Gespräch geführt mit Ingo Wünsch, mit dem LKA-Direktor, über die Frage, welche Kriminalitätsfelder, welche Herausforderungen gibt es eigentlich gerade in Nordrhein-Westfalen, die von der Polizei bearbeitet werden. Herr Wünsch ist seit letztem Jahr Direktor des LKA und ich würde sagen, wir können mit dem Film jetzt starten. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, ich habe jetzt hier auf unserem Sofa Herrn Wünsch, den Direktor des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Das freut mich wirklich sehr. Sie sind ja jetzt seit gut einem Jahr Direktor des LKA. Sie haben sich einen Namen gemacht mit dem Thema Bekämpfung von Kindesmissbrauch. Das ist Ihnen persönlich ja ein sehr wichtiges Anliegen und dazu kommen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal. Ich würde aber gerne mit der Frage einsteigen, wie sicher ist Nordrhein-Westfalen eigentlich? Also wir haben ja seit Jahren sinkende Straftaten in der polizeilichen Kriminalstatistik. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich Opfer von Kriminalität werde in Nordrhein-Westfalen oder wer ist vielleicht auch besonders von Kriminalität betroffen? Ja, eine gute Frage. Erstmal ein positiver Einstieg für mich natürlich. Die Kriminalitätszahlen sind rückläufig. Das freut uns als Polizei sehr. Das muss man klar sagen. Dennoch muss ich immer darauf hinweisen, so eine statistische Wahrscheinlichkeit, ob man Opfer einer Straftat wird oder nicht, in dem Kontext, das mag ich eigentlich gar nicht, weil man das sehr individuell betrachten kann.
Ich habe immer vor Augen, die Gesamtkriminalitätslage sinkt, aber wir haben bestimmte vulnerable Gruppen, um die wir uns intensiv kümmern. Das sind Kinder, das sind ältere Leute, insbesondere auch, wo die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe bewusst von Tätern genutzt wird. Ich mache das immer gerne am Beispiel ältere Menschen fest auch. Ältere Menschen, Sie kennen das, Enkelbetrug, falsche Polizisten, da wird bewusst auf das Alter, auf vielleicht eine gewisse Vereinsamung, Anonymität, halt eben ausnutzend eingespielt, um diese Menschen wirklich am Telefon unter Druck zu setzen, zu betrügen. Also das sind Gruppen, um die wir uns intensiv kümmern. Deshalb werbe ich auch gerade für unsere Präventionskampagne Sicher im Alter für ältere Menschen. Das ist wirklich ganz wichtig, die alten Menschen vorzuwarnen, sensibel zu machen für Menschen, die ihnen Böses wollen. Sie sind zwar erst seit einem Jahr oder schon seit einem Jahr Direktor des LKA, aber ja schon viele, viele Jahre Kriminalbeamter. Was sind denn so die Veränderungen im Bereich Kriminalität oder was sind so, ich sag mal, vielleicht auch neue Kriminalitätsfelder, die Sie bearbeiten? Ja, neue Kriminalitätsfelder, wenn ich das nach vorne stelle, das sind Cyberangriffe von internationalen Gruppen auf Firmen, Unternehmen, Institutionen in Deutschland, aber weltweit vor allem auch. Das ist eine Sache, die mir momentan große Sorgen macht, insgesamt die Sicherheitsbehörden intensiv beschäftigt auch. Das sind Gruppen, die international aus Staaten heraus agieren, wo ich auch deutlich sage, diese Staaten dulden das, ohne das weiter kommentieren zu wollen, wo wir polizeilich natürlich international uns auch vernetzt haben, uns austauschen, um gegen Gruppierungen vorzugehen. Aber, und das sage ich in diesem Feld auch sehr deutlich, brauchen wir auch durchaus politische Maßnahmen gegen solche Länder, die solche Gruppierungen in ihren Ländern dulden und deren Tun auch keinen Einhalt gebieten. Und das ist ein Themenfeld, wo ich große Sorgen vorhabe, alleine deshalb, weil man greift ja große Firmen an, damit greift man die Wirtschaft an, die Stabilität der Wirtschaft an, oder man greift kritische Infrastruktur an. Uniklinik Düsseldorf ist allen, glaube ich, noch vor Augen, dass die Notaufnahme schließen musste. Sie konnte nicht mehr arbeiten, weil es einen Cyberangriff gegeben hat. Und das führt zu Verunsicherung in der Bevölkerung. Und dem muss man sich sehr deutlich auch politisch entgegenstellen. Das ganze Thema Cybercrime werden wir ja später dann auf unserem Kongress auch nochmal in einem der Workshops, der Panels auch nochmal ausführlich diskutieren. Aber ich würde gerne beim Thema Internet vielleicht auch bleiben wollen. Ich sprach vorhin schon das Thema Kindesmissbrauch an. Und wir wissen, dass das Internet eben auch genutzt wird, um Missbrauchsabbildungen, also Abbildungen von ja realem Kindesmissbrauch zu verbreiten und auszutauschen. So. Und ich sagte das schon zu Beginn, dass Sie sich viel damit beschäftigt haben, nach den Missbrauchstaten von Lüchte, Bergisch Gladbach und eben auch Münster, hat sich ja sehr viel getan in der Polizei Nordrhein-Westfalen und Sie waren federführend daran beteiligt. Können Sie vielleicht kurz sagen, was sozusagen das NRW-Konzept ausmacht und wo wir vielleicht auch Vorreiter sind, auch im Vergleich zu anderen Bundesländern? Ja, also wir sind natürlich mit Lüchte, nicht nur wir als Polizei, Gesellschaft und auch Politik, sind in einem Maße aufgeschreckt worden und auf ein Problem nochmal so intensiv aufmerksam gemacht worden, was wir alle, glaube ich, so in dieser Dimension nicht eingeschätzt haben. Und was wir in Nordrhein-Westfalen gemacht haben nach Lüchte, wir haben gesagt, die Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und von Missbrauchsabbildung ist strategischer Schwerpunkt der Landesregierung. Mhm. Und das ist erstmal ein ganz wesentlicher Punkt, erstmal zu sagen, das ist das Top-Thema, mit dem wir uns auch befassen. Neben Terrorismus, neben Anschlägen, neben Cyberangriffen, organisierte Kriminalität. Zweite, was man gemacht hat, das war mir ganz, ganz wichtig, dass wir gesagt haben, diesen strategischen Schwerpunkt hinterlegen wir auch mit Personal und Haushaltsmitteln. Mhm. Sie können toll sagen, das machen wir jetzt. Aber wenn sie kein Personal mehr dafür geben oder nicht mehr Haushaltsmittel geben, dann entwickeln sie nichts. Und in diesem Bereich haben wir halt eben das Personal stark aufgepumpt, muss man wirklich sagen. Also in der Quantität, auch in der Qualität. Und wir haben Haushaltsmittel, ganz viele, mehrere Millionen in Technik hinein investiert. Dass wir gesagt haben, wir müssen bei diesen Massendaten, das sind es leider, Missbrauchsabbildung, eine technische Infrastruktur schaffen, die wir in Nordrhein-Westfalen noch nicht hatten. Und das haben wir innerhalb kürzester Zeit aufgebaut und das ist wirklich bundesweit viel beachtet, inzwischen auch beneidet, muss man deutlich sagen. Und da haben wir in den letzten 2,5 Jahren enorm viel geleistet. Abschließend, weil Sie gerade sagten, Köln, Bergisch Gladbach, also die BAO Berg und auch Münster, die Ekerose, das sind Verfahren, die wir schon mit diesen neuen Prozessen gefahren haben. Und wenn Sie sehen, was aus diesen Verfahren geworden ist, die sind ja unglaublich nochmal, für mich eine deutsche Steigerung in meinem emotionalen Befinden zu Lüchte. Und Ausgangspunkt beider Verfahren sind Missbrauchsabbildungen gewesen. Das ist von daher enorm, wie tief wir inzwischen in diese Verfahren hineingehen. Das wäre vor 4, 5 Jahren nicht so gewesen. Mhm. Zeigt aber eben auch nochmal, dass wir die Kriminalpolizei gut ausstatten müssen. Ne? Also sowohl personell als auch sicherlich von den Ressourcen her, was zum Beispiel IT-Ausstattung
angeht. Ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen. Sie haben gerade auch schon kurz erwähnt, das Thema Terrorismus, Rechtsterrorismus. Wir haben ja in den letzten Jahren in der Bundesrepublik einige rechtsterroristische Anschläge ja auch erleben müssen. Also der Mord an Walter Lübcke in Kassel, der Anschlag in Halle, der Anschlag in Hanau, wo viele Menschen auch gestorben sind, getötet wurden. Und auch hier in Nordrhein-Westfalen haben wir eine sehr manifeste rechtsextreme Szene nach wie vor. Wie ist so da die Einschätzung des LKAs? Also wir teilen die Sorge absolut. Das ist wirklich auch nach meinem Dafürhalten die größte Bedrohung für Gesellschaft in Deutschland, der Rechtsextremismus. Dabei weise ich immer darauf hin, der islamistische Terrorismus, der ist nicht weg. Die abstrakte Gefährdungslage ist noch genauso vorhanden wie vorher. Der verhinderte Anschlag auf die Hagener Synagoge hat das ja nochmal sehr deutlich vor Augen geführt. Also da müssen wir absolut präsent und aufmerksam sein. Aber die größte Entwicklung in Gewaltbereitschaft und in auch Umsetzung von Gewalt zeigt sich meines Erachtens im Bereich des Rechtsextremismus und dann auch in einer anderen Struktur in Deutschland. Und wir müssen dagegen arbeiten, dass diese Struktur sich weiter verfestigt. Wir müssen diese Struktur aufbrechen und wir müssen möglichst frühzeitig potenzielle Gewalttäter identifizieren. Gerade die Anschläge, die Sie genannt haben, sind ja jetzt nicht durchgängig so Einzeltäter, aber sehr schnell radikalisiert Menschen, die halt eben dann allein handeln, zumindest Menschen getötet haben auf brutalste Art und Weise. Und die frühzeitig zu erkennen und zu kontrollieren, das ist auch eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Sorgen macht mir auch dazu noch diese diffuse Gemengelage aus Corona-Leugnern und sonstigen Gruppierungen, die staatliches Handeln und Maßnahmen einfach ablehnen. Das vermischt sich mehr und mehr. Und ich habe große Sorge, dass daraus sich nochmal ein zusätzlicher Impuls für Rechts ergibt, Ablehnen des Staates und sich daraus noch weitere Gewalttaten und Gewaltexzesse entwickeln können. Ja, also diese Sorge zum Thema Verschwörungsmythen, das teile ich absolut. Das werden wir auch auf dem Kongress nochmal sehr intensiv diskutieren, das ganze Themenfeld Rechtsterrorismus. Ich würde vielleicht jetzt schon mit der Abschlussfrage einsteigen, weil uns natürlich auch spannend ist zu hören, was braucht die Kriminalpolizei, was braucht die Polizei, hier im Speziellen die Kriminalpolizei, für ihre Arbeit? Was wollen Sie vielleicht auch uns mitgeben für unsere Arbeit hier im Parlament? Also erstens brauchen wir das Vertrauen der Bevölkerung und der Politik. Das Vertrauen der Bevölkerung haben wir in einem hohen Maße, das zeigen alle Studien immer wieder. Wir brauchen es aber auch in der Politik, wenn es mal schwierig wird und mal irgendwo hakt, das ist das eine. Auch das Vertrauen in uns als Sicherheitsbehörden, dass wenn wir mit unseren rechtlichen Möglichkeiten und Instrumenten am Ende sind und es gibt neue Kriminalitätsphänomene, wir müssen uns einfach breiter machen. Stichwort künstliche Intelligenz und Ähnliches. Dass man uns vertraut, dass das wirklich verantwortungsvoll genutzt wird und auch nur dafür dient, Kriminellen das Handwerk zu legen und nichts anderes. Das muss man in uns haben. Und das Zweite ist, was mir einfach wirklich ganz wichtig ist, ohne Personal und auch Haushaltsmittel geht es einfach nicht. Und an dieser Schraube ist in den letzten Jahren gut gedreht worden. Und ich wünsche mir, dass an dieser Schraube weiter gedreht wird, aber bitte auch weiter in die richtige Richtung. Ja, sehr gut. Dann vielen Dank über das Thema, sozusagen, was braucht die Polizei auch von vielleicht gesetzlichen Änderungen. Das ist ja immer ein spannendes Thema, was wir gerne diskutieren im Landtag und eben auch natürlich mit der Polizei. Aber vielen Dank schon mal für das Gespräch. Ich freue mich sehr, dass Sie da waren. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ja, das Gespräch haben wir, wie gesagt, vorher aufgezeichnet. Wir kommen jetzt auch direkt schon so zum nächsten Punkt und ich verspreche, danach geht es dann auch in die Panels, sodass wir dann auch wirklich richtig diskutieren können. Aber ich freue mich auf den nächsten Punkt, weil wir jetzt gleich Input-Videos haben von den drei Polizeigewerkschaften. Und das war uns tatsächlich total wichtig, dass wir auch die Stimmen der Polizeigewerkschaften heute auf unserem Kongress hören, weil wir natürlich keinen Polizeikongress veranstalten, wo nicht auch die Polizei selbst auch eine Rolle spielt. Und wir wollen ja gerade eben auch die Stimmen aus der Polizei hören. Das hatten wir schon Herrn Wünsch da. Und jetzt kommen wir eben zu den Gewerkschaften. Und zwar sind das in Nordrhein-Westfalen die Gewerkschaft der Polizei, die GdP. Da wird gleich der Vorsitzende Michael Mertens einen Input sprechen. Danach haben wir einen Input von Erich Rettinghaus, dem Vorsitzenden
der deutschen Polizeigewerkschaft, der DPOLG. Und dann als drittes dann eben noch Oliver Huth vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Und ich kann vielleicht schon an dieser Stelle sagen, dass wir manchmal sehr kontrovers mit den Gewerkschaften durchaus auch diskutieren, aber immer sehr, sehr, konstruktiv und in einer netten Atmosphäre und gut und sachlich, weil ich das auch einfach total wichtig finde, dass wir im Austausch miteinander stehen darüber, was braucht eben die Polizei, um ihre Arbeit gut machen zu können, wie müssen wir die Polizei ausstatten, was brauchen die Beamtinnen und Beamten eben für diese Arbeit. Und insofern will ich vielleicht auch an dieser Stelle einmal ein ganz herzliches Dankeschön sagen dafür, dass wir diesen Austausch immer miteinander führen können. Vielen Dank auch für die Videos. Da können wir jetzt gleich sagen, Film ab. Und danach, das werde ich gleich aber noch kurz anmoderieren, geht es dann auch in die Panels. Viel Spaß mit den Videos. Zu Beginn möchte ich mich gleich doppelt bei Ihnen bedanken. Zum einen für die Einladung und die Möglichkeit, heute zu Ihnen sprechen zu können, für die Gewerkschaft der Polizei uns einbringen zu können. Zum anderen dafür, dass Sie als Bündnis 90 Die Grünen das Thema innerer Sicherheit mit auf Ihrer Agenda stehen haben. Damit zeigen Sie eindrucksvoll, dass Sie mehr als nur eine Umweltpartei sind. Die Polizei ist die politischste aller Verwaltungen, so hat mal ein Innenminister gesagt. Und das wird im alltäglichen Geschäft immer wieder klar. Wir als Polizei sind von Ihnen, von der Politik abhängig, wie gut wir uns bei dem Thema innere Sicherheit einsetzen können. Wir brauchen sowohl die rechtlichen Kompetenzen und die Rechtsnormen für Klarheit im Einschreiten. Wir brauchen personelle und sachliche Ausstattung und die kosten Geld. Sie entscheiden also, wie weit das Thema innere Sicherheit für die Menschen in den Weg greifen kann. Welche Themen sind vorrangig für die Zukunft zu bearbeiten? Ich möchte mich auf zwei kurze Impulse beschränken. Einmal ist das die Digitalisierung, die auch die Polizei erreichen wird, gleich doppelt. Zum einen müssen wir digitaler werden, zum anderen müssen wir uns aber auch um digitale Kriminalitätsformen kümmern und diese bekämpfen. Auch das wird eine echte Herausforderung. Zum Zweiten das Thema Verkehrswende. Jeder blickt auf dieses Thema ein Stück weit anders. Wir haben die Aufgabe als Polizei, für die Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen. Und das möchten wir auch im Rahmen der Verkehrswende bestmöglich gewährleisten. Wir möchten verhindern, dass Menschen im Straßenverkehr ihr Leben lassen, schwer verletzt oder verletzt werden. Das wird auch eine große Herausforderung, das Thema Verkehrswende und Sicherheit im Straßenverkehr zu verbinden. Mir liegt aber auch ein weiteres Thema am Herzen. Bitte lassen Sie uns in Zukunft gemeinsam an den Themen innere Sicherheit arbeiten. Das heute soll ein Auftakt für die Zukunft sein und nicht für den Wahlkampf. Das muss verstetigt werden, darauf würde ich mich freuen. Und am Ende des Tages wird dann mehr als nur die grüne Farbe in unserem Logo uns verbinden. Lassen Sie uns am Thema innere Sicherheit gemeinsam arbeiten und damit sage ich der Veranstaltung einen guten Verlauf und Glück auf. Sehr geehrte Frau Schäffer, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrem Polizeikongress. Gute Polizeiarbeit von morgen. Das lässt erkennen, dass Sie sich als Fraktion, die Grünen, im Landtag ernsthafte Gedanken zur Zukunft unseres Landes und zur inneren Sicherheit machen. Das freut uns natürlich ganz besonders als Deutsche Polizeigewerkschaft. Die Personalgewinnung ist ein Thema, was uns schon lange beschäftigt und auch weiter beschäftigen wird. Es ist kein Geheimnis, dass der diesjährige Jahrgang eine Abbrecherquote oder eine Durchfallerquote von an die 20% hat. Das ist deutlich zu hoch. Bei diesen hohen Einstellungszahlen erst recht zu hoch. Wir brauchen jeden, den wir einstellen, brauchen wir auch vor Ort. Das ist aber so unter den jetzigen Voraussetzungen schwierig und nicht möglich. Und bei 20% ist schon ein Stand, den wir sonst nicht hatten. Was wir brauchen in Nordrhein-Westfalen für den gesamten öffentlichen Dienst, aber auch für die besonders belasteten Berufsgruppen, ist eine Attraktivitätsoffensive, die den Namen aber auch wirklich verdient hat. Es gilt, viele Verordnungen, Erlasse weiterhin zu entstauben und flexibler zu gestalten. Zu der Attraktivitätsoffensive gehört unter anderem
Langzeitarbeitszeit konnten, Lebensarbeitszeit konnten, die aber auch wirklich beidseitig für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer von Nutzen sind und noch planbar sind, wodurch wir dann auch die 5 bis 6 Millionen Überstunden an Mehrdienst, die wir haben in der Polizei in NRW, auch abbauen können tatsächlich. Digitalisierung muss ich gerade Ihnen nicht sagen und auf den Weg geben, dass das eine nächste große Herausforderung für uns ist. Wir haben zwar trotz vieler Verbesserungen im Polizeibereich unbestritten immer noch einen großen Nachholbedarf, damit wir als Polizei auch unsere Arbeit besser machen können. Weil wenn wir unsere Arbeit besser machen können, haben wir bessere Ergebnisse, bessere Fallzahlen und vor allem die Politik, die Regierung steht auch insgesamt besser da. Weil innere Sicherheit ist das Thema, welches die Menschen bewegt und interessiert und auch persönlich betrifft. Und wenn die nicht stimmt, dann wirkt sich das auch aus auf das Wählerverhalten und auf das persönliche Sicherheitsempfinden. Und das darf nicht passieren. Polizei muss die Sicherheit gewährleisten und braucht dazu das nötige Handwerkzeug. Das ist ganz entscheidend für uns. Aber das waren jetzt einige Sachen. Die Zeit ist begrenzt. Ich könnte noch weitere Sachen anführen, ausführen. Aber ich wünsche Ihnen für Ihren Kongress erstmal viel Erfolg, gute Beschlüsse insgesamt, einen gelungenen Kongress und vor allem wünsche ich Ihnen wirklich viel Erfolg im Wahlkampf für die Wahlen im nächsten Jahr. Vielen Dank, dass wir heute hier sprechen konnten als DPG NRW. Alles Gute. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Oliver Huth. Ich bin Landesvorsitzender beim Bund Deutscher Kriminalbeamter hier in Nordrhein-Westfalen. Ich darf Ihnen die besten Grüße von meinem Team ausrichten und wir sind Ihnen dankbar, dass wir bei Ihrem Polizeikongress hier mitwirken dürfen. Ich bin vorher gefragt worden, welche 3, 4 Impulse ich Ihnen für Ihre politische Arbeit mitgeben kann und möchte. Und das ist zuallererst einmal für uns ganz wichtig, dass die Polizei Nordrhein-Westfalen das Vertrauen der Politik genießt, quer durch alle Parteien. Wir brauchen den Zuspruch und den Rückhalt der Politik. Gerade jetzt, wo die Gesellschaft, sag ich mal, segregiert auseinandertreibt, ist es wichtig, dass die Politik zur Polizei steht und den Rücken stärkt. Das heißt auf der anderen Seite nicht, dass wir nicht zu unseren Fehlern stehen und die entsprechend kritisch aufarbeiten. Aber dieser Impuls, dieses Signal muss von der Politik ins Land und in die Gesellschaft gehen. Das zweite Thema, was uns umtreibt, ist immer wieder das Thema Personal. Sie haben damals in Regierungsverantwortung den Weibler-Bericht aufgelegt, der deutlich gemacht hat, wie es tatsächlich um die Personaldecke der Polizei Nordrhein-Westfalen steht. Unabhängig von verstetigten Einstellungszahlen und den Ermächtigungen, die die jetzige Landesregierung ausgesprochen hat, ist es so, dass immer noch 20% den Studiengang abbrechen, das entsprechende Studienziel nicht erreichen von den Studentinnen und Studenten, die antreten. Zweitens haben wir immer noch einen Riesenberg von Demografie vor uns. Das heißt, dass viele Kolleginnen und Kollegen jetzt ausscheiden und teilweise auch ein Jahr vor dem Dienst gar nicht mehr zum Dienst erscheinen, sodass wir immer noch davon ausgehen müssen, dass wir täglich nur 75% unseres Personals tatsächlich im Dienst haben. Das sind Stellschrauben, die gedreht werden müssen. Und zu allerletzt, und das ist für den Bund Deutscher Kriminalbeamter wichtig, Sie müssen die Spezialisierung vorantreiben. Das ist unser enormer Wunsch, unser Impuls in die Politik. Wir brauchen endlich einen Studiengang Kriminalpolizei. Die Anhörung Kripo am Limit hat es deutlich gezeigt, dass Experten deutlich herausgearbeitet haben, dass die Kriminalpolizei ihren gesetzlichen Auftrag nicht mehr nachkommen kann. Das sind die Impulse, die uns beschäftigen, die wir in die Politik tragen und wo wir gerne bereit zur Seite stehen. Ich wünsche gutes Gelingen für den Polizeikongress und alles Gute. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank an die 3 Vertreter der Polizeigewerkschaften hier in Nordrhein-Westfalen. Wir werden mit 2 von Ihnen auch gleich nochmal diskutieren in den Panels. Wir gehen nämlich jetzt auch gleich in die Panels. Das ist unser nächster Programmpunkt. Und zwar haben wir uns 2 spannende Themen rausgesucht. Das erste Panel wird sich gleich befassen mit der Struktur der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Wir haben ja in NRW eine sehr zersplitterte Polizeistruktur mit 47 Kreispolizeibehörden und wir wollen gleich in diesem ersten Panel diskutieren, wie die Polizei effektiver gestaltet werden kann und gleichzeitig aber auch ihre Präsenz im ländlichen Raum gesichert werden kann. Das Panel wird moderiert von meiner Kollegin Monika Düker und als Gäste haben wir einmal Armin Bonert von Polizeigrün dabei und Oliver Huth und Michael Mertens, die Sie ja gerade beide schon gesehen haben, werden auch in diesem Panel mitdiskutieren. Das zweite Panel dreht sich rund um das Thema Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus als eine große Gefahr für die innere Sicherheit in Deutschland, aber auch in Nordrhein-Westfalen.
Wir wollen uns die Frage stellen, was hat sich eigentlich getan in den letzten 10 Jahren seit Selbstenttarnung des rechtsterroristischen NSU. Ich freue mich sehr, dass ich gleich dieses zweite Panel moderieren kann. Und wir haben als Gäste Andrea Röpke, Rechtsextremismus-Expertin und wahrscheinlich auch vielen bekannt, und meinen Kollegen aus Sachsen-Anhalt, Sebastian Striegel, als Gast in diesem Panel. Und wie gesagt, ich freue mich sehr. Ich glaube, es sind zwei sehr spannende Themen, die wir dort nochmal vertieft diskutieren möchten. So, ich hoffe, dass alle aus den Panels wieder zurückgekommen sind und jetzt wieder hier zuschauen. Herzlich willkommen zurück. Ich freue mich auf das nächste Programm, was wir jetzt haben. Und wir werden jetzt Lightning Talks haben, ein bisschen Neudeutsch für ja, Kurz-Inputs. Und ich freue mich auf unseren ersten Gast, das ist Michelle Scherker von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland e.V. Der Verein hat sich in mehreren Ortsgruppen in Großstädten in Deutschland organisiert, so auch in Köln. Michelle Scherker kommt, glaube ich, auch aus Köln. Und ja, Sie haben das Wort. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ging ja ein bisschen um die Anforderungen aus der Zivilgesellschaft in Bezug auf die Polizei. Und ich habe mir mal da 5 Topics rausgenommen, und zwar einmal die unabhängige Beschwerde- und Ermittlungsstelle für Fälle von polizeilicher Diskriminierung, die wir brauchen. Eine unabhängige Rassismusstudie in allen Bundesländern, gegen, was halt sinnvoll ist, um Gegenmaßnahmen überhaupt erstmal einleiten zu können. Definitiv, dass wir auch Racial Profiling verbieten, abschaffen, weil es letztendlich auch gegen Artikel 3 des Absatz 3 des Grundgesetzes verstößt. Eine Durchsetzung ist wünschenswert des Landes Antidiskriminierungsgesetzes. Schutz vor Diskriminierung durch öffentlich-rechtliches Handeln zum Beispiel wäre damit angedacht. Und auch das wäre ein großer Schritt im Prozess, ich möchte mal sagen, der Festsetzung eines rechtlichen Diskriminierungsschutzes und letztendlich auch die Sensibilisierung und Professionalisierung. Wir sind alle rassistisch sozialisiert in Deutschland, und letztendlich erwartet natürlich kein Mensch, dass das von alleine aufhört. Heißt im Umkehrschluss aber auch, dass wir uns wünschen, dass, oder dass es sinnvoll ist, dass Maßnahmen innerhalb der Ausbildung, zum Beispiel der Polizei, ergriffen werden und das Ganze aber auch in den Alltag, zum Beispiel auf der Polizeiwache, übertragen wird. Das heißt Sensibilisierung und Professionalisierung und auch immer wiederkehrend. Das ist natürlich nicht eine einmalige Sache. Das heißt auch die Auseinandersetzung mit den eigenen Privilegien. Sprich, bin ich betroffen von Rassismus, ja oder nein? Und wenn nicht, resultierend daraus die Anerkennung, dass schwarze Menschen institutionell diskriminiert werden in Deutschland. Und ich hatte am Anfang gesagt, dass es um eine unabhängige Beschwerde- und Ermittlungsstelle geht für Fälle von polizeilicher Diskriminierung. Da würde ich auch ganz gerne nochmal auf den aktuellen Fall von Oi Jallo zurückkommen, der vor 17 Jahren in Dessau in einer Polizeizelle verbrannt ist, wo man von ausgegangen ist, dass er sich selber angezündet hat. Ja. Genau, sich selber angezündet hat und letztendlich jetzt ein neues Gutachten erstellt wurde, das halt davon ausgeht, dass es nicht der Fall ist. Also die Polizei hat hier eine recht große Verantwortung. Und wenn es um Verantwortung geht, würde ich ganz gern kurz ein Bild einblenden lassen, was ich vor kurzem gesehen habe. Da ging es darum, dass die Polizei eine Recruiting-Kampagne, ich muss es ablesen, gestartet hat in NRW. Und zwar soll die zum Nachdenken anregen, und die Polizei soll als möglicher Arbeitgeber in Betracht kommen. Und das war das Plakat dazu: Machen statt meckern. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, Personen, die betroffen sind von Rassismus, wenn ich hier eine schwarze Person sehe, wo steht Machen statt meckern, das macht etwas. Und natürlich auch nicht betroffene Personen von Rassismus, wenn sie eine schwarze Person auf einem Plakat sehen, wo wir gerade von Polizeigewalt sprechen, und dann Machen statt meckern
steht. Und ich glaube, dass schwarze Menschen in Deutschland enorm viel tun. Und letztendlich gab es auch oder gibt es auch viele Hinweise und Verweise aus der schwarzen Community von Zusammenhang von Rassismus und institutioneller Gewalt. Und die werden aber zu wenig gesehen, leider Gottes. Aber solche Plakate geben so ein bisschen die Verantwortung zurück. Und ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, die Verantwortung dann wieder zurückzugeben. Ja. Ja, vielen Dank an Michelle Scherker für diesen Input und auch nochmal für diesen Verweis auf diese Kampagne. Ich glaube, das wird jetzt im Nachgang auch nochmal zu Diskussionen anregen und führen. Also vielen, vielen Dank für diesen Kurzinput. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, jetzt auf jeden Input nochmal einzugehen und zu diskutieren, aber eigentlich müsste man jetzt weitersprechen. Aber Sie haben uns total viel mit auf den Weg gegeben. Das ist prima, das ist super. Danke. Genauso wollten wir das ja auch. Also vielen, vielen Dank dafür. Und ich würde direkt zu unserem nächsten Gast gehen, weil es uns ja darum geht, eben Stimmen aus der Zivilgesellschaft zu hören. Und deshalb freue ich mich auf den nächsten Kurzinput, und zwar von Martin Herrnkind, der 38 Jahre lang Polizist in Schleswig-Holstein war. Ich weiß gerade gar nicht, ob war richtig ist oder noch ist. War, glaube ich. Und aktiv ist bei Amnesty International in der Arbeitsgruppe Polizei und Menschenrechte. Vielen Dank fürs Zuschalten und wir freuen uns auf den Input. Ja, ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen. Was wir gegenwärtig über die Polizei lesen und hören, Chatgruppen mit rechtsextremistischen Inhalten, Polizeirassismus auf individueller Ebene, also individuell verübte Diskriminierung, aber auch institutionalisierter Rassismus durch die Polizei und gesellschaftlich systemischer Rassismus unter Beteiligung der Polizei, illegale Vollzugsgewalt. Das sind Symptome. Dahinter stecken keine schwarzen Schafe, sondern wir haben es mit strukturellen Problemen zu tun, die nur strukturell gelöst werden können. Und in manchen unserer Empfehlungen für strukturelle Lösungen sind wir uns mit den Grünen einig. Wahrscheinlich mit den meisten. Wir brauchen eine Kennzeichnungspflicht der Polizei. Wir brauchen mehr Menschenrechtsbildung in der Polizei, Antirassismus-Trainings in Aus- und Fortbildung, aber auch Angebote der Supervision in den Praxisdienststellen. Das ist alles unumstritten. Wir haben in den letzten beiden Jahrzehnten mehrere Research-Projekte durchgeführt, die auch Rassismus und gewaltsame Polizeiübergriffe einbezogen. Bei unseren Analysen orientieren wir uns unter anderem an der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Der fordert bei Ermittlungen gegen PolizistInnen wegen illegaler Vollzugsgewalt zum Beispiel, die Ermittlungen müssen unparteilich geführt werden. Sie müssen unverzüglich geführt werden, sie müssen umfassend geführt werden. In allen diesen drei Kriterien des EGMR haben wir bei den Ermittlungen gegen PolizistInnen gravierende Defizite, in einigen Fällen teilweise schockierende Unterlassungen festgestellt. Die Forderung der Grünen nach Polizeibeauftragten, und der Polizeibeauftragte von Herrn Reul ist nun ganz gewiss keiner in unserem Verständnis. Die Forderung nach Polizeibeauftragten, wie sie ähnlich wie in Rheinland-Pfalz oder Baden-Württemberg oder Schleswig-Holstein existieren, begrüßen wir als einen Schritt in die richtige Richtung. Und als Schleswig-Holsteiner kann ich die erfreulichen bisherigen Erfahrungen nur bestätigen. Aber lösen nicht das gravierende Problem der defizitären Ermittlungen. Dass wir damit in Deutschland Probleme haben, das sagen nicht nur wir, das sagt der EGMR, das sagt der UN-Ausschuss gegen Folter, das sagt das Europäische Komitee zur Verhütung von Folter. Wie wir diese Defizite anpacken könnten, das ist eine interessante Diskussion. Amnesty empfiehlt einen unabhängigen Untersuchungsmechanismus, empfiehlt den Polizeibeauftragten, mehr Kompetenzen zu übertragen, als heute noch in den grünen Gesetzesentwürfen steht. Aber auch jenseits der aus unserer Sicht Optimallösung können wir diskutieren, über welche Schritte Ermittlungen wegen Polizeiübergriffen oder Polizeirassismus verbessert werden könnten. Dankeschön.
Ja, vielen, vielen Dank für diesen Input. Auch hier könnten wir noch mal viel diskutieren, aber in einer Sache, mindestens in einer, weil eigentlich noch in viel mehr, stimmen wir, glaube ich, überein, dass der Polizeibeauftragte von Herbert Reul nicht ausreichend ist, weil er ja nur für Polizeibeamte zuständig ist und im Innenministerium sitzt. Auch hier könnte ich noch an vieles anknüpfen, aber ich will mich vor allen Dingen bedanken, weil, wie gesagt, wir wollen ja die Positionen und auch Inputs aus der Zivilgesellschaft haben. Dafür vielen, vielen Dank und wir werden ja nachher auch Amnesty noch auf dem Abschlusspodium mit dabei haben und dann auch weiter diskutieren. Ich würde gerne jetzt zu dem Dritten in der Runde kommen und das ist Dietrich Bredenen. Er ist der leitende Landespfarrer für die Polizeiseelsorge der Evangelischen Kirche im Rheinland und zuständig für die Landesoberbehörden der Polizei. Und Dietrich Bredenen und ich sind ja eigentlich auch schon seit vielen Jahren immer wieder im Kontakt und tauschen uns aus über psychosoziale Unterstützung von Polizeibeamtinnen und Beamten über Polizeiseelsorge. Und er hat uns angesprochen, ob er nicht auch, ob wir auch die Polizeiseelsorge mit eingebunden haben, daran gedacht haben. Und dann haben wir direkt gesagt, nee, haben wir leider ehrlich gesagt nicht. Aber es ist so ein wichtiges Thema. Wir binden das jetzt noch mit ein. Und deshalb freue ich mich sehr, dass du da bist und heute auch einen kleinen Input machst. Ja, vielen Dank. Nur ein kurzer Satz zur Polizeiseelsorge, da das vielleicht einigen nicht so ganz bekannt ist, was wir machen. Wir arbeiten innerhalb der Polizei NRW unabhängig von staatlichen Weisungen. Wir sind der strikten Schweigepflicht unterlegen und haben das Zeugnisverweigerungsrecht, unterliegen nicht dem Strafverfolgungszwang. Das sind alles wichtige Kennzeichen unserer Arbeit, um das Vertrauen innerhalb der Polizei, vor allem von den PolizistInnen, auch zu erhalten. Wir machen Einsatzbegleitungen, sind in der Aus- und Fortbildung von PolizistInnen unterwegs und vor allen Dingen natürlich auch in seelsorglichen und beraterischen Einzelgesprächen. Spätestens seit der Love Parade 2010 ist ja deutlich geworden, dass das Thema psychosoziale Unterstützung wirklich ein sehr wichtiges Thema für die Polizei ist. Da reicht es eben nicht nach schweren Einsätzen, wie es früher war, zu sagen, komm, trink einen Schnaps und dann fahr wieder nach Hause. Die Erfahrung der Love Parade war, wo mitten aus einer fröhlichen, bunten Feier auf einmal Polizisten erleben mussten, dass Menschen sterben unter ihren Händen quasi, dass sie komplett überfordert waren mit dem, was sie da erlebten, dass auf einmal das Ringen um Fragen von Schuld und Verantwortung eine ganz entscheidende Rolle spielte. Das alles führte dazu, dass das Thema psychosoziale Unterstützung wichtig wurde. Wie können Polizistinnen geschützt werden nach besonders belastenden Einsätzen, nicht nur in diesen großen Lagen, wie zum Beispiel auch jetzt wieder bei der Flutkatastrophe, sondern zum Beispiel auch in Bereichen, wenn Todesermittler unterwegs sind, die 50., 60. Leiche untersuchen müssen, die oft in wenig erfreulichem Zustand ist. Wenn Polizistinnen sich im Bereich von Kinderpornografie, sogenannter Kinderpornografie, bewegen müssen in der Auswertung dort, wie können wir verhindern, dass sie wirklich eine traumatische Belastungsstörung erleben durch das, was sie beruflich von unserer Gesellschaft auch aufgebunden bekommen. Das sind also Punkte, die in der Polizei sehr wichtig sind und die unbedingt nach vorne geschoben werden müssen. Und bei dem von meinen Vorrednerinnen auch angesprochenen Thema sind wir zumindest als Polizeiseelsorge und viele in der Polizei auch sehr deutlich und sehr klar, wer innerhalb der Polizei nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht und vor allen Dingen, wer so schleichend das Gift des Rassismus dort verbreiten will, der gehört einfach nicht in die Polizei hinein. Aber das eigentliche Problem liegt ja tiefer und das wurde ja eben auch schon angesprochen. Das ist dieser latente Rassismus, der sich breit macht, manchmal auch fast unbewusst, der sich als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit äußert. Wie kann man dem begegnen? Und da sitzen wir auch sehr stark mit im Boot und versuchen gemeinsam mit Polizistinnen in Gesprächen zum Beispiel, wir nennen das als Projekt Alltagsreflexion, was angestoßen wurde durch die Stabsstelle Rechtsextremismus,
dass wir mit den Polizisten Möglichkeiten entwickeln, die eigene Position kritisch zu reflektieren. Das geht nur in einem geschützten Rahmen. Ein Polizist sagte bei einem der Gespräche, wir können sehr gut mit einem Auge hinsehen, aber wir müssen unbedingt das zweite Auge lernen zu öffnen. Und einen letzten Bereich möchte ich noch kurz ansprechen. Ich bin seit über 10 Jahren vor allen Dingen im Landeskriminalamt beschäftigt in der Begleitung von Polizeibeamtinnen, die im Bereich Ermittlung und Auswertung von sexualisierter Gewalt gegen Kinder arbeiten. Und nicht erst seit den großen Missbrauchsfällen von Lüchte und Bergisch Gladbach und Münster wissen wir, wie unglaublich groß dieses Massenphänomen ist. Das hatte eben Ingo Wünsch ja auch schon ganz am Anfang in seinem Interview deutlich gemacht. Und wir brauchen unbedingt hier, obwohl schon viel passiert ist, wir brauchen unbedingt noch weitere Unterstützung für diesen Bereich. Die Datenmengen sind so immens, dass sie nicht bewältigt werden können mit den jetzigen Mitteln, auch mit dem hohen Personalaufwand, der schon jetzt betrieben wurde, auch mit den hohen Investitionen in Technik. Das reicht noch nicht aus. Vor allen Dingen müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass die Kolleginnen, die dort arbeiten, auch seelisch geschützt bleiben, damit sie gesund diese Arbeit für uns machen können. Also insgesamt arbeiten wir wirklich mit Polizistinnen, damit sie bei der Ausübung des Gewaltmonopols auch wirklich verlässlich eine wichtige Stütze unserer Demokratie bleiben können. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank für den Input. Vielen Dank auch für die wichtige Arbeit und dass jetzt hier diese Perspektive auch nochmal hier Thema auf unserem Kongress wurde. Dafür wirklich vielen lieben Dank. Ich würde gern zum nächsten Punkt auch schon rüberspringen und auch hier freue ich mich, weil Irene Mialic bei uns ist, digital zugeschaltet. Und zwar ist Irene Mialic seit 2013 Bundestagsabgeordnete, sitzt für uns Grüne im Deutschen Bundestag, kommt aus Gelsenkirchen, ist selbst Polizeibeamtin, zuletzt beim Polizeipräsidium Köln eingesetzt. Und Irene war in der letzten Legislatur und ich glaube auch schon davor innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion. Jetzt ist ja gerade die Bundestagswahl gewesen. Jetzt werden auch Sprecherfunktionen wieder neu vergeben, sage ich mal. Aber du bist quasi unsere innenpolitische Stimme im Deutschen Bundestag. Und ja, ich freue mich, dass du heute hier bist und hier heute eine politische Rede halten kannst. Ja, ich würde sagen, du hast das Wort. Danke, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank, liebe Verena, und auch von meiner Seite erstmal einen schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute hier dabei sein kann und auch an die vielen wichtigen Beiträge hier anschließen kann. Der erste digitale grüne Polizeikongress in Nordrhein-Westfalen ist aus meiner Sicht jetzt schon ein voller Erfolg. Und heute konnten bereits viele unterschiedliche Perspektiven gehört werden und uns steht ja auch noch ein spannendes Programm gleich noch bevor. Die WAZ hat in ihrer Ankündigung oder in ihrem Beitrag heute geschrieben, dass der Beziehungsstatus zwischen Grünen und Polizei, naja, sagen wir mal, kompliziert sei. Verena hat es eben schon gesagt, als Polizeibeamtin habe ich über 20 Jahre in Nordrhein-Westfalen unterschiedliche Bereiche im Einsatz selbst kennengelernt und im Bundestag setzen wir uns seit vielen Jahren für eine progressive und rationale Sicherheits- und Kriminalpolitik ein. Und auch die Grünen hier im Landtag in Nordrhein-Westfalen zeigen auch schon seit vielen Jahren, dass sie sehr, sehr konkrete Ideen für die öffentliche Sicherheit in unserem Land haben. Und genau dafür ist ein Austausch wie der heutige, der viele unterschiedliche Perspektiven mit einbindet, essentiell. Der enge Kontakt zwischen Abgeordneten, Polizei, Gewerkschaften, Zivilgesellschaft und Forschung kann Antworten auf drängende innenpolitische Fragen und Probleme liefern. Und naja, ein Beziehungsstatus wird in der Regel erst dann kompliziert, wenn man nicht miteinander spricht. Und deshalb sprechen wir genau über solche Themen. Wie muss die Polizei strukturell und personell aufgestellt sein, um den aktuellen Gefahren für die Gesellschaft und die Demokratie zu begegnen? Welche Anforderungen stellt die Zivilgesellschaft an ihre Polizei? Und welche Mechanismen brauchen wir, um das in Teilen verloren gegangene Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei zurückzugewinnen, aber auch nachhaltig zu stärken? Vertrauen in die Arbeit der Polizei ist entscheidend für die Herausforderungen, die Polizistinnen und Polizisten jeden Tag zu bewältigen haben.
Leider hat dieses Vertrauen in der Vergangenheit wirklich stark gelitten, insbesondere in migrantischen und marginalisierten Communities. Die Meldungen über rechtsextreme Chatgruppen, in denen rassistische und antisemitische Inhalte geteilt wurden, reißen leider nicht ab. Und auch die Darstellungen eben in den Lightning Talks zeigen uns auf drastische Art und Weise, dass wir uns auch mit solchen Dingen wirklich intensiv beschäftigen müssen. Dass all das Konsequenzen haben muss, ist aus meiner Sicht selbstverständlich. Das sind wir natürlich den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern schuldig, dem Ansehen der Polizei als Institution des Rechtsstaates sowieso, aber vor allem auch den vielen Polizistinnen und Polizisten, die fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und jeden Tag für uns alle in unserem Land ihr Bestes geben. Diese Beamtinnen und Beamten haben nicht nur unser aller Respekt und besondere Wertschätzung verdient, sondern vor allem unsere Unterstützung. Denn nur wenn wir auch solche Dinge konsequent aufarbeiten und transparent machen, dokumentieren wir einen konstruktiven Umgang damit und können glaubwürdig an der Problemlösung arbeiten, im Interesse der Bürgerinnen und Bürger und im Interesse unserer Polizei. Jetzt habe ich die Stichworte Respekt, Wertschätzung und Unterstützung genannt. Und ich weiß, das hören Polizistinnen und Polizisten immer gerne. Aber wodurch drückt sich das alles eigentlich aus? Ich meine, mit warmen Worten in feierlichen Sonntagsreden sollte es nicht bleiben. Respekt, Wertschätzung und Unterstützung drücken sich vor allem in guten Arbeitsbedingungen und realer Anerkennung aus. Es geht um den Schutz vor Gewalt, die Entlastung von Aufgaben, eine praxistaugliche Ausstattung, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ein modernes Dienstrecht, gute Aufstiegsmöglichkeiten, die Möglichkeit, eine Fachkarriere machen zu können, neue Dienstzeitmodelle, eine bessere Fehler-, aber auch Führungskultur, mehr Wissenschaftlichkeit und weitere Professionalisierung. Es ist schon viel Gutes umgesetzt worden. Aber wir müssen darauf achten, mit den Entwicklungen unserer Gesellschaft Schritt zu halten, sonst rennen wir nur noch hinterher. Der Polizeiberuf ist nun mal kein Job, sondern Berufung. Der tägliche Einsatz für die Rechtsstaatlichkeit, ein ehrenvoller Auftrag. Und dabei geht es eben nicht, wie viele meinen, um Law and Order, sondern es geht um Serve and Protect. Und die politische Leitlinie muss dabei sein, dafür die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. Dazu gehört auch, die Beamtinnen und Beamten mit ihren täglichen Erlebnissen nicht alleine zu lassen, sondern sie aufzufangen, das Erlebte einzuordnen, Supervision anzubieten oder auch Polizeiseelsorge, sie dabei zu unterstützen, mit diesen Erfahrungen nicht zu resignieren, sondern daraus zu lernen, damit auch alle davon profitieren, die Beamtinnen und Beamten genauso wie die Bürgerinnen und Bürger. Unsere Polizei kann nur ihr Bestes geben, wenn wir in der Politik unser Bestes geben und uns nicht in ritualisierten Debatten verkämpfen. Das betrifft auch die behördlichen Strukturen. Als, naja, gewissermaßen Eigengewächs der NRW-Polizei kenne ich mich mit dem für Außenstehende oft nicht nachvollziehbaren Dschungel aus Behörden und Zuständigkeiten eigentlich noch ganz gut aus. Und die folgenschweren Defizite bei der Aufklärung der Missbrauchsfälle in Lüchte haben gezeigt, dass neben vielen anderen Maßnahmen, die in diesem Bereich wichtig sind, auch der Bedarf einer Strukturreform besteht. 47 Kreispolizeibehörden sind einfach zu kleinteilig organisiert, um wirklich alle Formen der vernetzten und organisierten Kriminalität effektiv bekämpfen zu können. Eine solche Struktur steht der Aufklärung und der schnellen Kommunikation mehr im Wege, als dass sie sie befördert. Aber auch die dringend notwendige Spezialisierung von Polizistinnen und Polizisten leidet darunter. Durch eine Bündelung von Verwaltungsaufgaben kann Polizeiarbeit effektiviert werden und gleichzeitig kann die Spezialisierung von Polizistinnen und Polizisten weiter vorangebracht werden. Denn nicht nur bei überregional vernetzt agierenden kriminellen Netzwerken, sondern auch bei schweren Missbrauchsfällen wie dem von Lüchte brauchen wir eine entsprechende polizeiliche Zuständigkeit mit klarer Aufgabenverteilung und funktionierenden Kommunikationswegen. Eine Strukturreform ist dafür unabdingbar und sollte keinesfalls durch parteipolitische Interessen verhindert werden. Auch im Bereich der Digitalisierung gibt es viel zu tun. Und damit meine ich jetzt nicht nur eine bessere Ausstattung, denn WLAN, Smartphones oder dass man eine E-Mail nicht mehr ausdruckt, um sie hinterher per Fax zu verschicken, sollte im 21. Jahrhundert eigentlich Standard sein. Es geht vor allem um die Verbesserung der Ermittlungsfähigkeiten und auch bei digitalen Straftaten und bei digitalen Radikalisierungsprozessen. Die Täter von Halle und Hanau haben sich online radikalisiert. Niemand hatte sie auf dem Schirm. Dabei waren sie lange im Netz aktiv. Wir haben es hier einfach mit einem neuen Tätertypus zu tun.
Auch ohne die rechtsextreme Kameradschaft oder das große Personengeflecht vor Ort radikalisieren sie sich im Netz und finden dort Unterstützernetzwerke, die sie mit Informationen, mit Geld, aber auch mit Waffen versorgen. Die rechtsterroristischen Anschläge in Deutschland, aber auch in Norwegen und in den USA haben die wichtige Rolle von Social-Media-Plattformen für rechtsextreme Täter gezeigt. Die Tat wird in manchen Fällen online angekündigt und sogar währenddessen live gestreamt. In rechtsextremen Kreisen werden die Täter anschließend für ihre Tat noch gefeiert. Nicht nur in den dunkleren Ecken des Netzes, in denen sich der Hass ungebremst ausbreitet, sondern eben auch auf den großen Plattformen. Auch der radikalisierte Antifeminismus, der offene Hass gegen Frauen, der häufig auch aus rechten und rechtsextremen Ecken kommt, findet oft im Netz seinen Ursprung und hat gleichzeitig ganz real weltliche Konsequenzen. Frauen werden attackiert und versucht, mundtot zu machen. Frauen, die von digitalem Stalking betroffen sind, finden aktuell oft noch nicht die notwendige Unterstützung. Auch Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler werden vermehrt Opfer von Cybermobbing. Diese digitalen Straftaten müssen selbstverständlich auch strafrechtliche Konsequenzen haben und auch die Gefahrenabwehr muss in diesem Bereich gestärkt werden. Denn Hass in der digitalen Welt wird zu Gewalt in der analogen. Und daher müssen die polizeilichen Ermittlungskapazitäten und Kompetenzen dringend verbessert werden. Um diesen Kampf entschlossen anzugehen, brauchen wir auch in Nordrhein-Westfalen einen Ausbau der spezialisierten Abteilungen, die entsprechenden technischen Mittel zur Beweisaufnahme und eine Fortbildungsoffensive. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, aus meiner Sicht leistet die Polizei tagtäglich hervorragende Arbeit und sie hat schon längst eine bessere Politik verdient. Ich habe jetzt mehrere Stellschrauben genannt, an denen wir drehen können, um die Strukturen der Polizei weiter zu verbessern, die Polizei langfristig für die Bekämpfung von Kriminalität aufzustellen und auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei zu stärken. Und auch über diese Punkte werden wir nachher in den Panels noch reden. Ohne Angst vor Erneuerung müssen wir einen Struktur- und einen Kulturwandel hinbekommen und unsere Polizei fit machen für das 21. Jahrhundert. Der Austausch mit der Zivilgesellschaft und mit den Gewerkschaften ist entscheidend, um diese Weiterentwicklung voranzubringen. Deshalb freue ich mich sehr über diese Veranstaltung heute und wünsche uns allen noch einen interessanten und produktiven Austausch. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen Dank dir, liebe Irene, für diese Rede. Ich glaube, dass wir einige der Aspekte gut nachher noch auf dem Abschlusspodium werden aufgreifen können. Und ich möchte auch gerne nochmal dazu aufrufen, gerne Fragen, Anmerkungen, Kommentare in den Chat reinzustellen, weil wir gerne davon auch einige bei dem Abschlusspodium aufgreifen können und Irene dann auch nochmal direkt stellen können. Vielen Dank dir, Irene, erstmal an dieser Stelle für diese Rede. Wir sehen uns ja nachher noch beim Abschlusspodium. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und dann, wie gesagt, gibt es ja vielleicht auch noch einige Fragen von den Zuschauerinnen und Zuschauern. Vielen Dank dir auf jeden Fall erst einmal an dieser Stelle. Ja, wir machen weiter in unserem Programm und jetzt waren wir gerade bei Irene Mialic, bei unserer Bundestagsabgeordneten und wir bleiben quasi im parlamentarischen Raum, weil ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist es ja, in den Ausschüssen des Landtags oder bei Irene eben im Deutschen Bundestag zu arbeiten, die richtigen Fragen zu stellen und eben auch das Handeln der Regierung zu kontrollieren. Das ist unsere Aufgabe als Parlament. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen inzwischen in dieser Legislaturperiode 5 Untersuchungsausschüsse. Alle 5 Untersuchungsausschüsse haben einen Bezug zu Innenpolitik. Wir werden jetzt 4 der Untersuchungsausschüsse ein bisschen näher vorstellen und da nochmal kurz darstellen in anderthalbminütigen Videos, was wir da gerade eigentlich tun und was unsere Konsequenzen jetzt so zum Ende der Legislaturperiode hin auch aus den Untersuchungsausschüssen für die Polizeiarbeit ist. Nur damit es da nicht zu Missverständnissen kommt, wir haben wie gesagt 5 Untersuchungsausschüsse. Der letzte, der jetzt gerade eingerichtet wurde, auch auf massivem Betreiben von uns Grünen hin, ist der zu der Hochwasserkatastrophe im Juli diesen Jahres. Aber da geht es dann vor allen Dingen um Bevölkerungsschutz, um Katastrophenschutz und deshalb haben wir den jetzt heute hier bei dem Polizeikongress nicht mit aufgenommen, sondern die anderen 4 Untersuchungsausschüsse. Und ich möchte ganz kurz die 4 Untersuchungsausschüsse nennen und dann werden die 4 Videos
Videos gleich hintereinander eingeblendet. Es sind recht kurze Videos, aber ich glaube, dass sie nochmal ganz gut darstellen, was wir als Abgeordnete eigentlich eben auch in diesen parlamentarischen Untersuchungsausschüssen leisten und welche Konsequenzen wir da auch ziehen wollen. Es ist zum einen der PUA 1 zu Anis Amri, zu dem islamistischen Terroranschlag auf den Breitscheidplatz in Berlin. Meine Kollegin Monika Düker ist Sprecherin und Obfrau in dem Untersuchungsausschuss und wird uns gleich berichten, was der Untersuchungsausschuss bislang zutage gefördert hat. In dem zweiten Untersuchungsausschuss, der PUA 2 Hackerangriff, geht es um einen, man muss sagen, vermeintlichen Hackerangriff auf den Hof der inzwischen ehemaligen Umweltministerin Frau Schulze-Föcking. Es geht aber auch darum, dass die Landesregierung die Stabsstelle Umweltkriminalität, das ist ein Thema, was wir heute irgendwie noch gar nicht besprochen haben, aber was natürlich wichtig ist und auch gerade für uns Grüne nochmal ein wichtiges Thema ist, diese Stabsstelle Umweltkriminalität wurde abgeschafft von der Landesregierung und auch das ist ein Thema in dem Untersuchungsausschuss. Bei dem dritten Untersuchungsausschuss, achso, und vielleicht sollte ich noch sagen, wer in dem Untersuchungsausschuss sitzt. Das ist der Norwich Rüße, mein Kollege aus dem Umweltbereich, der dort als Sprecher in dem Ausschuss sitzt und als stellvertretendes Mitglied von Monika Düker auch ab und an vertreten wird und unterstützt wird. Bei dem dritten Untersuchungsausschuss, das ist der Untersuchungsausschuss Ahmad A., da geht es um den Brand in einer Gefängniszelle in der JVA in Kleve. Für uns auch ein sehr wichtiger Untersuchungsausschuss, der bei uns bearbeitet wird von Stefan Engstfeld, unserem rechtspolitischen Sprecher. In der Stellvertretung dort ist meine Kollegin Berivan Aymaz. Und dann der vierte Untersuchungsausschuss, es ist heute schon mehrfach als Stichwort auch gefallen, deshalb vielleicht nur ganz kurz. Das ist der Untersuchungsausschuss zu den Missbrauchstaten auf dem Campingplatz in Lüchte zum Thema Kindesmissbrauch. In diesem Untersuchungsausschuss sitze ich für die Grüne Fraktion und mache den zusammen mit meiner Kollegin und auch Co-Fraktionsvorsitzenden Josephine Paul. Wir hatten heute jetzt hier im Landtag die wahrscheinlich letzte Zeugenvernehmung und gehen da jetzt so in den Endspurt, was den Abschlussbericht angeht. Dann würde ich sagen, können wir starten mit den vier Videos und danach bitte dann noch dranbleiben, eingeschaltet bleiben, werde ich dann die Panels vorstellen, die danach dann stattfinden werden. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss 1 hier im Nordrhein-Westfälischen Landtag hatte den Auftrag, den Anschlag auf dem Breitscheidplatz im Dezember 2016 aufzuarbeiten. Wie konnte es zu dieser fatalen Fehleinschätzung der Sicherheitsbehörden kommen, als es im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum noch 6 Wochen vor dem Anschlag hieß, kein konkreter Gefährdungssachverhalt erkennbar im Zusammenhang mit dem dann zukünftigen Attentäter Anis Amri? Wir haben intensiv gearbeitet, sehr viele Zeugen vernommen und haben eins festgestellt. Die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden in einer föderalen Struktur wie in Deutschland muss verbessert werden. Wir brauchen die kurzen Wege, wir brauchen klare Zuständigkeiten, wir brauchen aber auch Ressourcen. Denn eins wurde auch klar, im Land Berlin standen nicht genug Observationskräfte zur Verfügung, als Anis Amri dort ankam. Und obwohl NRW die Empfehlung gab, Anis Amri auch zu observieren, wurde dies nicht gemacht. Also wir werden nicht nur über bessere Strukturen, bessere Zusammenarbeit reden müssen, sondern wir brauchen auch eine Debatte darüber, welche Ressourcen wir brauchen, um potenzielle Attentäter, um die Gefährder, die ja immer noch bei uns in Deutschland sind, die nicht vom Radar kommen zu lassen. Das heißt, wir brauchen aus meiner Sicht nicht neue Gesetze, sondern wir brauchen eine gut ausgestattete, gut ausgebildete Polizei und wir brauchen föderale Strukturen, die gut zusammenarbeiten, die einheitliche Bewertungen vornehmen, wenn es um Gefährder geht. Und wir brauchen die Schnittstelle vom Bundesbehörden zu den Landesbehörden besser, müssen wir besser sein und optimieren. Also wann ist der Bund zuständig? Auch hier gab es Unstimmigkeiten zwischen NRW und Berlin. Im Nachgang kann man nicht sagen, wenn das alles besser gelaufen wäre, hätte der Anschlag verhindert werden können. Eine solche Analyse fände ich vermessen. Aber klar ist, die Aufarbeitung hat gezeigt, es gibt Verbesserungsbedarf und wir müssen das angehen. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss 2, Hackeraffäre, Stabsstelle Umweltkriminalität,
beschäftigt sich mit dem Handeln der ehemaligen Umweltministerin Schulze Vöcking und hat zwei Themenkomplexe. Im ersten Themenkomplex geht es um die sogenannte Hacker-Affäre, wo es darum geht, dass die Ministerin vermutete, dass auf ihrem privaten Computer und Fernseher halt fremde Bilder abgespielt hatten und sich halt in ihr privates Netz eingehackt hätten. Das Ganze wurde dann über eine Pressemitteilung von der Landesregierung auch so der Öffentlichkeit verkauft. Und im Nachhinein stellte sich aber heraus, dass dem gar nicht so war. Das war der eine Teilbereich, wo auch sehr frühzeitig seitens der Polizei auch die Ermittlungen vorangetrieben wurden, dann über das LKA Beamte sich computerforensisch mit den ganzen Geräten der Ministerin beschäftigt hatten und sehr früh festgestellt hatten, dass das Ganze kein Hackerangriff war, sondern ein schlichter Bedienfehler. Der zweite Teil des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses befasste sich mit dem Thema Auflösung der Stabsstelle Umweltkriminalität durch die Ministerin. Hier stellte sich die Frage, ob diese Auflösung rein politisch motiviert war und eine unbeliebte Einrichtung unbedingt aufgelöst werden sollte. Die Stabsstelle Umweltkriminalität hatte in der Vergangenheit die Aufgabe, Informationen weiterzugeben, Treffen zu organisieren, selbstständig auch gewisse Recherchearbeiten und erste Ermittlungen, auch Vorermittlungen zu unternehmen und dann Hinweise zu geben in Richtung Staatsanwaltschaft oder Polizei. Und was sich auch in vielen Gesprächen gezeigt hat, dass insbesondere Polizeibeamte sehr gerne auf die Expertise der Stabsstelle zurückgegriffen haben. Die Stabsstelle hatte eben zwei Experten, die sich gut im Umweltstrafrecht auskannten. Und auf diese Expertise wurde immer wieder zurückgegriffen. Die Stabsstelle Umweltkriminalität hinterlässt jetzt eine enorme Lücke, also die Auflösung der Stabsstelle. Und diese Lücke wollen wir zukünftig wieder gefüllt sehen. Denn wenn wir im Rückblick schauen, dann war die Stabsstelle eigentlich in allen großen Umweltskandalen der letzten Jahre beteiligt an der Aufklärung. Ob es Envio war, als ganz großer Skandal, bis hin zu den kleineren Fragen von Greifvogelvergehen. Überall war die Stabsstelle involviert, auch die Frage von Shell in Köln-Wesseling. Auch da war die Stabsstelle aktiv und hat da gedrängt dazu, dass die Staatsanwaltschaft tatsächlich ein Verfahren eröffnet hat. Ohne die Stabsstelle wäre es hier gar nicht zu einem Verfahren gekommen. Und gerade die Hinweise, die viele Polizeibeamte in den Befragungen gegeben haben, dass diese Zusammenarbeit wirklich gut war, bestärkt uns Grüne eigentlich darin, dass die Stabsstelle eine Nachfolge braucht, dass wir sie wieder einrichten sollten, vielleicht sogar verstärkt einrichten sollen, um dieses Werkzeug auch der Polizei wieder zur Verfügung zu stellen. Denn das ist ein Expertenstab gewesen von zwei Leuten, die wirklich immer wieder hilfreich waren. Und ich glaube, dass wir das auch in der Zukunft wieder brauchen. Am 29. September 2018 starb der Syrer Ahmad A. an den Folgen eines Brandes in seiner Gefängniszelle in der Justizvollzugsanstalt Kleve. In einer Zelle, in der er hätte niemals sein dürfen. Denn er wurde inhaftiert, obwohl er unschuldig war. Die Haftbefehle galten Amedi G. aus Mali, nicht Ahmad A. aus Syrien. Also einem Mann mit anderer Hautfarbe, anderer Nationalität, anderen Namen. Wie es dazu kam, dass die Haftbefehle fälschlicherweise Ahmad A. zugeordnet wurden, arbeiten wir seit 3 Jahren detailliert in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss auf. Die Aufklärung dauert noch an. Klar ist bislang, die Fehlerkette bei der Polizei und auch der Justiz ist lang. Sie ist zu lang. Eine Lehre, die wir auf jeden Fall jetzt schon ziehen können, ist, die Polizei bei uns braucht mehr interkulturelle Kompetenz. Aleppo und Timbuktu, die beiden Geburtsorte von Ahmad A. und Amedi G., liegen mehr als 6000 Kilometer auseinander. Ungefähr so viel wie New York und Berlin. Wenn keinem Beamten auffällt und keine Beamtin stutzig wird, dass da was nicht passt, dass nicht derselbe Mensch aus Aleppo, Syrien und aus Timbuktu, Mali kommen kann, dann haben wir ein Problem. Alleine zwischen dem Tag der Verhaftung und dem Zellenbrand wurde der Name Ahmad A.s von insgesamt 15 Beamtinnen und Beamten 68 Mal in den polizeilichen Datenbanken des Landes und des Bundes abgefragt. Keinem der Beamtinnen und Beamten
fiel auf, dass das nicht passen konnte. Dass es einfach war, das festzustellen, dass das nicht zusammenpasst, beweist in diesem Fall eine Sachbearbeiterin der Staatsanwaltschaft in Braunschweig. Ihr fiel auf, dass das nicht stimmen kann mit Aleppo und Timbuktu, mit der Hautfarbe, mit den Namen, und informierte ihre Staatsanwältin. Diese rief in Nordrhein-Westfalen an und stellte danach fest, nein, den Straftäter, den wir hier suchen, den Malia Amedi G., der sitzt nicht in Nordrhein-Westfalen. Passiert ist danach nichts. Ahmad A. wurde nicht aus der Haft entlassen. Warum nicht, ist auch Teil von strafrechtlichen Ermittlungen. Die Rolle der Polizei im Fall Ahmad A. kann noch nicht abschließend bewertet werden. Die Arbeiten laufen noch. Aber ich kann zusagen, wir werden alles tun, dass am Ende Konsequenzen gezogen werden, politische Verantwortlichkeiten benannt werden und wir Lehren daraus ziehen. Weil das ist unsere Motivation, warum wir diesen Untersuchungsausschuss gemacht haben. So etwas darf sich in Nordrhein-Westfalen nie wieder wiederholen. Im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Kindesmissbrauch gehen wir der Frage nach, warum der vielfache Missbrauch an Kindern auf einem Campingplatz in Lüchte über Jahre hinweg unentdeckt blieb und das, obwohl einige der Kinder den Jugendämtern bekannt waren und es auch immer wieder Hinweise auf diese sexualisierte Gewalt gegeben hat. Wir beschäftigen uns sehr intensiv mit der Arbeit der Jugendämter. Das Wissen über Anzeichen von sexualisierter Gewalt und Täterstrategien muss unbedingt in den Jugendämtern gestärkt werden. Zudem müssen Kinder, immer wenn sie von Verfahren betroffen sind, angehört werden und mit einbezogen werden. Bei der Polizei hat sich in den letzten Jahren schon viel verändert. Es gibt mehr Personal in diesem Bereich, eine bessere IT-Ausstattung, und das ist auch richtig so. Wir müssen aber weiter dafür sorgen, dass die Kriminalpolizei gestärkt wird und dass ihre Fähigkeit verbessert wird, große und umfangreiche Verfahren zu führen. Und das beginnt bei der Aktenführung über das Archivieren von Beweismitteln hin zu kindgerechten Anhörungen. Und wir müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die im Bereich Bekämpfung von Gewalt und Kindesmissbrauch arbeiten, unterstützt werden und dass sie gute Arbeitsbedingungen haben für ihre schwierige Aufgabe. Ja, das war jetzt der kurze Einblick in die Arbeit der Untersuchungsausschüsse hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Alle Untersuchungsausschüsse müssen bis zum Ende der Legislaturperiode, also bis Mai nächsten Jahres, abgeschlossen sein, werden bis dahin Abschlussberichte vorgelegt haben mit Handlungsempfehlungen, weil es uns ja darum geht, dass wir nicht nur uns diese Fälle näher angucken, sondern dass daraus auch Konsequenzen gezogen werden, damit eben, das, was da passiert ist, was untersucht wird, nicht nochmal passieren kann. Ich würde gerne darauf hinweisen, dass wir jetzt den nächsten Programmpunkt haben und wir gehen wieder in eine Phase von Panels, wo hoffentlich viel diskutiert wird, denn für den Austausch sind wir ja da, und ich habe eben schon gedacht, es ist eigentlich so schade, dass wir nicht physisch hier sind und miteinander sprechen können und einen Kaffee zusammen trinken können. Das holen wir alles nach, aber so lange diskutieren wir einfach digital weiter, und es geht jetzt in die Panels, und die würde ich gerne ganz kurz vorstellen. Es geht einmal in das Panel 3 zum Thema bürgernahe Polizei. Das Stichwort einer oder eines unabhängigen Polizeibeauftragten ist jetzt schon mehrfach in den unterschiedlichen Rede- und Wortbeiträgen ja gefallen. Das wird sehr sicherlich in diesem Workshop auch diskutiert werden. Aber auch hier will ich doch mal darauf hinweisen, dass die sozialraumorientierte Polizeiarbeit, also der Bezirksdienst der Polizei, ein sehr wichtiges Instrument ist, um eben Präsenz zu zeigen vor Ort, um ansprechbar zu sein für Bürgerinnen und Bürger. Und ich bin mir sicher, dass es hier in diesem Panel auch diskutiert werden wird. Und wir haben dort zu Gast einmal Udo Behrendes, leitender Polizeidirektor AD des Polizeipräsidiums Köln. Wir haben wieder Michael Mertens von der Gewerkschaft der Polizei mit dabei, und wir haben Felix Sengespeik von Polizeigrün mit in diesem Workshop. Und moderiert wird der Workshop von meiner Kollegin Berivan Eimers. Ich wünsche euch auf jeden Fall gute Diskussionen, und ich bin mir sicher, dass ihr die in diesem Workshop auch definitiv haben werdet mit vielen wichtigen Themen.
Das zweite Thema, was wir quasi ansprechen im vierten Panel, ist das Thema Cybercrime. Auch das ist ja schon mehrfach als Stichwort auch in dieser Veranstaltung gefallen und wird hier intensiv diskutiert werden. Ich hatte ganz zu Beginn bei meiner Begrüßung auch schon darauf hingewiesen, dass wir ja immer wieder auch erleben, dass es Cyberattacken gibt gegen öffentliche Einrichtungen, kritische Infrastruktur, aber eben auch Unternehmen. Und das wird hier diskutiert werden in diesem Panel. Einmal mit meinem Kollegen Matti Bolte, der die Moderation in dem Panel übernehmen wird, und mit unseren beiden Gästen. Das ist einmal Hans-Josef Lemper, Leiter des Cybercrime-Kompetenzzentrums im Landeskriminalamt hier in NRW, und Manuel Artuk, der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Kritis. Kritis steht für kritische Infrastruktur. Ich wünsche allen viel Spaß beim Diskutieren. Die Links finden Sie und findet ihr wieder in der E-Mail, die es gegeben hat, aber auch im Chat. Da bitte einfach draufgehen und reinklicken. Und wir werden uns hier in dieser Runde und dann mit dem Abschlusspodium, also ich kann versichern, es lohnt sich auf jeden Fall noch dran zu bleiben und dabei zu bleiben. Wir werden uns um 19.25 Uhr wiedersehen. Wir werden auch sehr pünktlich starten und bis dahin wünsche ich auf jeden Fall gute Diskussionen in den Panels. So, jetzt hoffe ich, dass so langsam diejenigen aus dem Panel, was jetzt ein bisschen länger gedauert hat, bei uns reintröpfeln. Und ich würde jetzt langsam auch schon mal beginnen mit der Abschlussdiskussion, weil wir gesagt haben, dass wir natürlich zum Schluss auch quasi noch eine kleine Podiumsdiskussion machen möchten, wie das bei jedem guten Kongress ja so üblich ist. Und tatsächlich freue ich mich sehr auf die Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer, die ich gerne kurz vorstellen möchte. Und dazu laufe ich wahrscheinlich am besten direkt schon rüber. Jetzt kommt auch ein bisschen Dynamik ins Spiel. Wir haben das geplant. Das ist ein so. Jetzt sieht man nämlich auch mal ein bisschen mehr von unserem kleinen Studio hier, was in der Tat ziemlich klein ist, aber für unsere Zwecke ja völlig ausreichend. Genau, zu meiner, wenn ich jetzt Rechten sage, ist das... Doch, genau, es ist auch mit der Videoaufnahme macht das noch Sinn. Also neben mir sitzt Michael Früchte. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Michael Früchte war bis vor wenigen Wochen eigentlich, ne? Bis vor zwei Wochen waren Sie bis vor zwei Wochen. Genau, Direktor des LAFP. LAFP ist so eine der Abkürzungen, die muss man einfach kennen, wenn man was mit der Polizei in NRW zu tun hat. Die Polizei hat ja wahnsinnig viele Abkürzungen. LAFP steht für das Landesamt für Aus- und Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen. Also einer der drei Ausbildungsträger, sehr, sehr wichtig hier in Nordrhein-Westfalen, weil wir ja sehr viel Wert darauf legen, dass unsere Polizei Beamtinnen und Beamte gut ausgebildet sind, gut fortgebildet werden, und insofern hat das LAFP dabei aus meiner Sicht eine ganz entscheidende Rolle. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie sind, glaube ich, waren seit 2015 Direktor, ja. Jetzt bis 2021. In dieser Zeit wurde die Anzahl der Kommissarsanwärterinnen und Anwärter ja stetig gesteigert, was auch richtig so ist. Hat, glaube ich, dem LAFP auch immer viel abverlangt, vor viele Herausforderungen gestellt. Aber das soll heute gar nicht so sehr Thema sein. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Vielen Dank. Auf der anderen Seite sitzt Philipp Krüger, auch da freue ich mich sehr, dass Sie heute hier sind, aus Bielefeld jetzt heute zu uns gekommen sind als Sprecher der Themenkoordinationsgruppe Polizei und Menschenrechte von Amnesty International. Wir hatten ja auch schon Beiträge von Amnesty hier bei dem Kongress, und das freut uns wirklich sehr, weil wir mit Amnesty ja immer wieder auch im Kontakt waren in den letzten Jahren und uns ausgetauscht haben. Amnesty hat für uns auch an Sachverständigenanhörungen hier im Landtag teilgenommen. Und ich freue mich, wie gesagt, sehr, dass Sie hier sind, weil uns, und das habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, es uns wichtig war, hier auch Stimmen aus der Zivilgesellschaft dabei zu haben. Also herzlich willkommen heute Abend, und ich freue mich auf die Diskussion. Und wir haben Irene Mialic nochmal dabei, die ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal vorstellen muss. Schön, dass du wieder dabei bist, Irene, und jetzt mit uns hier diskutierst.
Vielen Dank, dass es mit der Zuschaltung geklappt hat. Ja, sehr, sehr gerne. Ich meine, das ist ja das Schöne an einem digitalen Kongress, dass man Menschen auch digital zuschalten kann. Das ist dann der große Vorteil. Wir freuen uns wirklich, dass du dir die Zeit heute nimmst, jetzt mit dem zweiten Beitrag. Ich würde gerne starten mit einer Frage an Herrn Früchte. Wir haben ja für unseren Kongress den Untertitel gewählt, Gute Polizeiarbeit von morgen. Und da würde mich natürlich interessieren, was das für Sie eigentlich bedeutet. Was verbinden Sie mit guter Polizeiarbeit von morgen, quasi aus der Perspektive einer Ausbildungsbehörde? Ja, wir haben ja heute schon sehr, sehr viel dazu gehört und ich will mich eigentlich aus meiner Sicht drei wesentlichen Aspekte konzentrieren. Das eine ist erstmal das Vertrauen der Bevölkerung in ihre Polizei. Das ist für meine Begriffe ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor, Frau Merlitsch. Sie haben das ja auch nochmal ausgeführt. Wir müssen eigentlich alles tun, um das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei, in ihre Polizei weiter zu stärken. Wir sind ja eine Vertrauensorganisation und da sehe ich eine Menge an Bedeutung. Für mich ist das nächste Thema ist eine klare Werteorientierung der Polizei. Wir müssen auch vor dem Hintergrund der hier ja wirklich intensiv diskutierten Fragen rund um den Rechtsextremismus oder überhaupt extremistische Einstellungen ganz klar dafür sorgen, dass wir eine klare Werteorientierung haben. Und Sie haben es gerade angesprochen, seit ich Direktor des LAFP war, seit 2015 haben wir in Nordrhein-Westfalen über 16.000 junge Polizistinnen und Polizisten eingestellt. Hat in der Tat meine Behörde vor große Herausforderungen gestellt. Wir haben es aber geschafft. Aber das ist für mich das Stichwort Wissenstransfer. Wie bekommen wir es hin, diese jungen Kolleginnen und Kollegen hochmotiviert, super ausgebildet, wie bekommen wir es hin, dass die in diese Polizei integriert werden und diese hervorragende Arbeit der NRW-Polizei fortsetzen. Das sind für mich so die drei wesentlichen Punkte. Mhm. Beim Stichwort, Herr Krüger, Werteorientierung, da ist Amnesty wahrscheinlich sofort auch mit dabei. Aber auch an Sie die Frage, gute Polizeiarbeit von morgen. Was bedeutet das aus der Sicht einer Menschenrechtsorganisation? Für uns als Menschenrechtsorganisation bedeutet gute Polizeiarbeit von morgen natürlich eine Polizeiarbeit, die die Menschenrechte respektiert. Das ist leider auch in Deutschland nicht völlig uneingeschränkt der Fall. Wenn wir uns beispielsweise das Thema Racial Profiling anschauen, auch in Deutschland werden Menschen, die nicht weiß sind, immer wieder ohne sachlichen Grund kontrolliert. Das ist auch in Deutschland ein Problem. Das ist eine menschenrechtswidrige Diskriminierung. Die ist aus unserer Sicht ein Problem, zum Teil natürlich, weil es die Menschen selbst immer wieder belastet, weil sie immer wieder kontrolliert werden. Es verändert teilweise auch ihr Verhalten im Alltag. Sie meiden bestimmte Gegenden, von denen sie annehmen müssen, dass sie dort häufiger kontrolliert werden, wie beispielsweise Bahnhofsgegenden. Es ist aber auch ein Problem für die Polizei selbst, denn es ist dabei so, dass Racial Profiling einfach auch Vertrauen in die Polizeiarbeit zerstört, beschädigt. Und man muss ganz klar sagen, dass die Polizeiarbeit, das ist ja auch schon heute mehrfach angeklungen, von Vertrauen lebt. Weit über 95%, etwa 95-96% der Ermittlungsverfahren der Polizeilichen werden durch Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern eingeleitet. Es ist, dass die Bürgerinnen und Bürger als Zeuginnen und Zeugen zur Verfügung stehen müssen. Die Polizeiarbeit lebt von diesen Menschen. Und wenn das Vertrauen auf diese Art und Weise zerstört wird, dann ist das für die Polizei ein ganz enormes Problem. Auch in anderen Bereichen sehen wir durchaus Probleme, beispielsweise bei der Kennzeichnungspflicht, die hier in Nordrhein-Westfalen praktisch als erste Amtshandlung wieder abgeschafft worden ist. Die ist aus unserer Sicht sehr wichtig, weil sie natürlich ermöglicht, mögliche Täterinnen und Täter bei der Polizei zu ermitteln. Das ist bis dato ohne Kennzeichnungspflicht häufig kaum möglich. Und es ist natürlich auch, dass wir uns wünschen, dass wir eine unabhängige Ermittlungseinrichtung bei der Polizei, für die Polizei bekommen, die ähnlich wie in anderen Ländern, wie beispielsweise im Vereinigten Königreich, in Dänemark oder auch auf anderen Kontinenten in Afrika gibt es solche Institutionen auch, wirklich auch unabhängig bei polizeilichen Fehlverhalten ermittelt und dort zu entsprechenden Ergebnissen kommt, weil wir einfach sehen, dass die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen der Polizei, gegen die Polizei häufig zu keinen Ergebnissen führen, häufig zu Straflosigkeit führen und Straflosigkeit eben einfach auch eine Menschenrechtsverletzung ist. Mhm. Ich würde vielleicht einzelne Aspekte daraus nachher auch nochmal aufgreifen. Ich habe schon mitgeschrieben. Ich würde aber gerne als nächstes eine Frage an Irene richten, die jetzt nicht heißt, was heißt für dich gute Polizeiarbeit von morgen? Das hast du gerade ja auch in deiner Rede ja auch, finde ich, schon sehr gut ausgeführt. Sondern ich würde an dich die Frage richten wollen,
was du darunter verstehst, wenn wir davon sprechen, dass wir eine evidenzbasierte Innenpolitik wollen. Also eine Innenpolitik, die auf, auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen eben auch beruht. Und da wäre auch meine Frage, wo siehst du Probleme aktuell zum Beispiel mit der polizeilichen Kriminalstatistik, mit der Erfassung von Kriminalität? Also was heißt evidenzbasiert konkret für dich? Also zunächst einmal würde ich sagen, dass eine evidenzbasierte Kriminalpolitik wahrscheinlich die Grundvoraussetzung ist für gute Polizeiarbeit von morgen. Denn die Polizei agiert ja nicht im luftleeren Raum, sondern es gibt auch immer spätestens mit dem Innenministerium sozusagen auch eine politische Führung. Es gibt politisch-gesellschaftliche Debatten, in denen sozusagen halt eben sich ja auch die Polizei bewegt und in denen und mit denen sie agiert. Ja, ein gutes Beispiel ist sicherlich das, was in Nordrhein-Westfalen jetzt auch in den letzten Monaten passiert ist, rund um die sogenannte Clankriminalität. Also das ist ein Thema, was gesellschaftlich diskutiert wird, was die Leute beschäftigt, was die Medien aufgreifen, was die Politik aufgreift, und die Polizei agiert dann halt eben in so einem Kontext. Und wenn die Polizei dann sozusagen geleitet wird oder sich dann auch die Politik eben davon leiten lässt, ihre Politik oder das, was die Polizei am Ende tun soll, eben nicht, ich sag mal, wissenschaftlich begründet zu machen oder nicht anhand von konkreten Fakten ableiten kann, dann bekommen wir auch irgendwann ein klassisches Ressourcenproblem. Das heißt, Personal, Ressourcen, die Polizei ist ja nicht sozusagen im Übermaß oder im Überfluss verfügbar. Das heißt, die vielen Aufgaben, die polizeilich bewältigt werden müssen, die erfordern natürlich auch eine wirklich gründliche Planung und vor allen Dingen auch eine gewisse Vorausschau. Und deswegen ist es wichtig, dass die Polizei ihr Handeln oder beziehungsweise das, was sie tut, halt eben auch tatsächlich auf wissenschaftliche Fakten gründen kann, auf valide Erkenntnisse, wie sich bestimmte Kriminalitätsphänomene entwickeln und wo vielleicht dann auch Schwerpunkte in der Zukunft liegen, einfach damit man eben auch diese Ressourcen entsprechend gewinnbringend einsetzen kann. Und das betrifft natürlich auch die Politik. Du hast eben das Thema polizeiliche Kriminalstatistik angesprochen. Die wird alljährlich präsentiert. Während der eine Innenminister sagt, Deutschland war noch nie so sicher, begründet der andere oder ein anderer politischer Vertreter auf Basis der gleichen Zahlen, dass irgendwie sozusagen alles den Bach runtergeht und alles immer schlimmer wird. Also man sieht, dass die PKS vielseitig interpretierbar ist. Und deswegen sagen wir Grüne, dass es wieder einen periodischen Sicherheitsbericht braucht. Der dritte ist jetzt gerade auf Bundesebene vorgestellt worden. Wir sind noch dabei, ihn auszuwerten, aber wir sind der Meinung, dass man eben nicht wieder etliche Jahre warten darf, um einen periodischen Sicherheitsbericht aufzulegen, sondern dass man eine solche Berichtslegung in regelmäßigen Abständen braucht, um tatsächlich auch wirklich sagen zu können, wie sich bestimmte Phänomene entwickeln, mit denen die Polizei dann gesellschaftlich, aber halt eben auch dienstlich zu tun hat. Mhm. Ja, vielen Dank dir. Man könnte das Thema Wissenschaft und auch Frage von PKS und periodischer Sicherheitsbericht wahrscheinlich noch breit diskutieren. Ich sehe schon, dass Herr Früchte ein bisschen zuckt, aber ich gehe trotzdem mal weiter zur nächsten Frage. Vielleicht haben wir nachher noch mal Zeit, darauf einzugehen, weil ich würde gern Herrn Krüger da jetzt auch noch mal fragen wollen, weil wie soll ich das sagen? Ich finde, eine wichtige Frage ist auch, ob Polizei, die Polizei ist ja ein großes Wort, das sind viele unterschiedliche Behörden und so weiter, aber die Frage ist schon, wie offen ist Polizei eigentlich für Impulse von außen? Gibt es Polizeibehörden, die mit der Zivilgesellschaft auch in den Kontakt treten? Gibt es zum Beispiel Gespräche zwischen, weiß ich nicht, Menschen aus dem Innenministerium und Amnesty? Also werden sie eingeladen? Wird da zum Beispiel auch ihre Stimme und ihre Perspektive auch gehört? Es ist natürlich richtig, dass es in Deutschland 16 unterschiedliche Landespolizeien gibt. Dazu kommt auch die Bundespolizei und das BKA. Das sind auch immer jeweils unterschiedliche Polizeikulturen und die unterscheiden sich schon auch in ihrer Offenheit. Wobei man grundsätzlich sagen muss, dass Polizei in Deutschland relativ intransparent arbeitet und nicht so unglaublich offen ist. Wir haben in Nordrhein-Westfalen das Glück, dass wir eine vergleichsweise progressive Polizei hier haben, die generell sicherlich offener für solche Dinge ist als andere Polizeien.
sein. Wir von Amnesty International sind zum Beispiel regelmäßig auch beteiligt an den verschiedenen Standorten, an Fachhochschulen für öffentliche Verwaltung, wo ja der Polizeinachwuchs ausgebildet wird. Dort sind wir beim Tag der Menschenrechte aktiv, Vortragende, die dann zu bestimmten Themen, die im Zusammenhang mit den Menschenrechten stehen, Vorträge halten. Ein anderes Beispiel, was wir sicherlich auch noch haben, sind jetzt die jüngsten Arbeiten der Stabsstelle bezüglich der rechtsextremistischen Vorfälle in der Polizei Nordrhein-Westfalen, die hier gearbeitet hat, deren Bericht jetzt auch vor wenigen Tagen vorgestellt worden ist, der aus unserer Sicht nicht wirklich überzeugend ist, wo wir uns mehr erwartet oder erhofft hätten, der aber auch zeigt, da waren wir an der Arbeit des Innenministeriums auch mit beteiligt, hatten mehrere Gesprächsrunden mit führenden Vertretern aus dem Innenministerium. Und das ist schon, denke ich, eine vernünftige Sache, an der man festhalten sollte, dass eben einfach wirklich auch der Austausch da ist zwischen Innenministerium, zwischen der Polizei und den verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft. Das ist schon eine vernünftige und gute Idee, die Nordrhein-Westfalen sicherlich auch anderen Ländern voraus hat. Mhm. Herr Frücht, dass das Thema rassistische Inhalte in Chats von Polizeibeamtinnen und Beamten war ja eins der wirklich großen Themen der letzten Monate und im letzten Jahr aufgeploppt, glaube ich, so im September letzten Jahres. Ja. Und der Schreck war dann ziemlich groß. Auch da, wenn Sie gleich noch was zum Thema Wissenschaft sagen wollen, habe ich schon so wahrgenommen, dass man durchaus auch geguckt hat, was sagt eigentlich die Wissenschaft zu diesem Thema, auch zum Phänomen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Ne? Das spielt ja auch in dem Abschlussbericht der Stabsstelle ja auch eine Rolle. Und meine Frage wäre, in dem Abschlussbericht der Stabsstelle, die ja eingerichtet wurde, steht ja, oder kommt man ja zu dem Schluss, dass es in der nordrhein-westfälischen Polizei keine rechtsextremen Netzwerke geben würde. Beruhigt Sie das eigentlich, so eine Aussage? Nein, die Aussage beruhigt mich überhaupt nicht. Ich habe das an anderer Stelle auch schon mehrfach ausgeführt. Man muss schon fast sagen, da bin ich auch ein Stück weit sogar fast beschämt, dass man diesem Verdacht und dieser Frage überhaupt nachgehen musste. Es war für mich, ich bin jetzt 43 Jahre Polizeibeamter gewesen, war es für mich fast unvorstellbar, dass wir mit einem solchen Phänomen wie diesen rechtsextremistischen Chats überhaupt konfrontiert wurden. Und deswegen beruhigt mich diese Aussage auch gar nicht. Und man muss ja auch feststellen, wir haben ja das auch nachgewiesen, dass es diese Chats gab, dass es in diesen Chats, so wie ja Reichel Offermann gesagt hat, wurden Bilder und Texte ausgetauscht, die er als Nazi-Hardcore bezeichnet hat. Und da kann ich Ihnen sagen, das beschämt mich als Polizist zutiefst, dass wir einem solchen Verdacht nachgehen mussten. Und für mich ist auch ganz klar, Sie wissen, ich habe auch die Verfahren geführt als Disziplinarvorgesetzter. Das LAFP führt die Disziplinarverfahren, die dauern auch noch an. Und für mich war von Anfang an klar, dass jemand, der sich, egal ob extremistische oder menschenverachtende Äußerungen zu eigen macht oder ihnen nicht ganz konsequent als Polizist entgegentritt, in dieser Polizei keinen Platz hat. Zum Thema Disziplinarverfahren würde ich gerne später nochmal kommen. Ich würde Sie aber gerne vorher noch fragen, was aus Ihrer Sicht so die wichtigsten Handlungsempfehlungen des Abschlussberichtes sind, die ja jetzt auch implementiert werden müssen in die Polizei. Ja. Und es gab eine Frage im Chat, die ich auch gerne aufgreifen würde. Da geht es um den Wach- und Wechseldienst der Polizei und die Frage, wie kann man den Wach- und Wechseldienst der Polizei eigentlich besser fortbilden zum Thema Hasskriminalität, zum Thema Kriminalität gegenüber verschiedenen marginalisierten Gruppen in unserer Gesellschaft. Ist das auch so ein Thema, was aus Ihrer Sicht mitbearbeitet werden muss? Ja, das ist ein solches Thema. Dazu muss man allerdings auch ganz klar sagen, dass wir aus meiner Sicht noch nie eine so gut ausgebildete und fortgebildete Polizei hatten, wie wir sie zurzeit haben. Sie wissen, in Nordrhein-Westfalen gibt es die zweigeteilte Laufbahn. In Nordrhein-Westfalen haben alle Polizeibeamten das Abitur oder einen vergleichbaren Bildungsabschluss. Sie durchlaufen eine dreijährige Bachelor-Ausbildung, die aus meiner Sicht auch national und international beispielgebend ist, Theorie, Training und Praxis beinhaltet. Auf einen jungen Polizeibeamten kommen unglaubliche Herausforderungen zu. Und das Wissensspektrum, was abgerufen werden kann, ist riesengroß. Und es ist aus meiner Sicht
absolut notwendig, Polizeibeamte auch in interkultureller Kompetenz zu schulen, auch in Sachen Hasskriminalität zu schulen. Aber, und Sie hatten nach der wichtigsten Empfehlung gefragt, für mich geht es darum, dass wir einen klaren Wertekompass in dieser Polizei haben, dass wir den behalten und, ich nenne das immer, inneren Kompass entwickeln, dass ein Polizeibeamter auf der Basis der Verfassung, auf der Basis der Menschenwürde arbeitet und dort seine Rolle auch kennt. Und genau das ist Ziel der Ausbildung, die beim LAFP läuft, die in den Fachhochschulen läuft und die in den Kreispolizeibehörden läuft. Also ich glaube, dass wir da schon auf einem guten Weg sind. Das schließt aber nicht aus, das musste ich ja nun auch feststellen, dass es trotzdem auch zu solchen Entwicklungen kommen kann. Mhm. Aber die wichtigste Forderung ist für meine Begriffe die Stärkung der demokratischen Resilienz der Polizei. Das ist für mich die wichtigste Forderung und leider kann ich es im LAFP jetzt selbst nicht mehr umsetzen, aber ich bin sicher, meine Behörde und alle anderen Verantwortlichen werden daran hart arbeiten. Ja, das ist zumindest jetzt die Aufgabe, diese Handlungsempfehlungen jetzt auch umzusetzen. Ne? In die Praxis. Da würde ich auch gerne Irene nochmal mit reinholen in die Diskussion, weil das ja eine Debatte ist, die wir zwar hier in Nordrhein-Westfalen ja sehr intensiv geführt haben, aber die sich ja jetzt nicht auf Nordrhein-Westfalen irgendwie beschränkt. Also wir hatten vorhin in einem der Panels Sebastian Striegel aus Sachsen-Anhalt gehört, wo es ja auch solche Vorfälle bei der Polizei gegeben hat. Es wird immer wieder auch Fälle in Bundesbehörden, in Sicherheitsbehörden des Bundes. Deshalb wäre hier auch meine Frage, wie verlaufen dazu eigentlich die Diskussionen im Deutschen Bundestag? Und vielleicht auch mal nochmal sozusagen aus Sicht der Bundespolitik. Also es wird ja immer wieder auch über das Thema Racial Profiling diskutiert. Das ist ja gerade auch ein Thema der Bundespolizei, was Kontrollen an Bahnhöfen zum Beispiel angeht. Könntest du dazu vielleicht nochmal etwas sagen? Ja, gerne. Also ich kann vielleicht auch ganz gut an das, was du vorhin noch angesprochen hast, anknüpfen. Und zwar dieser Abschlussbericht, der ja konstatiert hat, es gäbe keine rechten Netzwerke in der Polizei. Das ist auch etwas, was auch auf Bundesebene immer wieder betont wird, dass es so etwas ja in den Sicherheitsbehörden nicht gäbe. Ich glaube, das ist einfach irgendwie die falsche Frage. Ja, also ob es das in den Behörden gibt. Wir müssen uns eher die Frage stellen, ob es rechte Netzwerke insgesamt gibt, in denen halt eben auch Angehörige von Sicherheitsbehörden agieren. Und da ist der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz sehr eindeutig. Er sagt, dass seine Behörde immer wieder auf rechte Netzwerke stößt, in denen halt eben auch Angehörige von Sicherheitsbehörden, also auch von Polizeien, vorzufinden sind. Und das muss uns natürlich beunruhigen. Und die Diskussion auf Bundesebene läuft da nicht besonders befriedigend, so will ich es mal ausdrücken. Also wir haben immer sehr dafür plädiert, natürlich das Ausmaß dieses Phänomens, aber vor allen Dingen auch die Ursachen anzuschauen. Also was eigentlich konkret dazu führt, dass Polizeibeamte abdriften in die eine oder andere Richtung. Und Herr Früchte hat ja eben auch wirklich die gute, qualitativ sehr, sehr gute Ausbildung in Nordrhein-Westfalen, aber ich glaube, das kann man auch für ganz Deutschland sagen, eben angesprochen. Und das bisschen Forschung, was wir in dem Bereich haben, lässt ja vermuten, dass im Bereich der Ausbildung eigentlich noch alles in Ordnung ist und dass dann die Beamtinnen und Beamten, die halt eben aus ihrer Ausbildung oder halt eben vom Studium kommen, tatsächlich über einen, ich will mal sagen, gefestigten Wertekompass verfügen. Das heißt, es muss ja irgendetwas im Laufe der Dienstzeit geschehen, was halt eben dazu führt, dass es halt eben zu solchen Auswüchsen kommt oder zu solchen Verhaltensweisen oder Haltungen kommt. Und ich glaube, da sind die Gründe oder die Ursachen vielschichtig und es lohnt sich, das wirklich mal eingehend zu untersuchen, um halt eben auch am Ende feststellen zu können, wo müssen wir eigentlich ansetzen, um dem auch aktiv entgegenwirken zu können. Also das Stichwort Studie. Ich glaube nicht, dass es das eine Studie reicht. Ich glaube, man muss da auf verschiedenen Ebenen ansetzen und einfach sozusagen die Organisation Polizei insgesamt stärker beforschen, um da auch wirklich zu guten Erkenntnissen zu kommen. Das ist so der eine Aspekt. Das Thema Racial Profiling spielt da natürlich eine große Rolle. Auch da muss man aber, finde ich, differenzieren. Also es gibt sicherlich, das will ich überhaupt nicht bestreiten, dass es sicherlich auch Beamtinnen und Beamte gibt, die rassistisch motiviert andere Menschen kontrollieren. Es gibt aber auch Beamtinnen und Beamte, die ganz normale Kontrollen durchführen, die am Ende aber eine diskriminierende oder rassistische Wirkung entfalten. Und ich finde, das ist ein Unterschied, ob man eine Kontrollbefugnis nicht, ich sag mal, rechtssicher anwenden kann, ohne andere zu diskriminieren und sie dann eben diese Wirkung hat oder ob es tatsächlich aus einer inneren rassistischen Motivation heraus geschieht. Und es gibt eben Hinweise darauf, dass bei der Bundespolizei insbesondere dieser
Paragraph 22.1a, ich nenne ihn jetzt mal, der ja oft angegriffen wird, mit eine Ursache dafür ist, dass es immer wieder zu solch diskriminierenden Kontrollen kommt. Und da bin ich mir sogar mit der Gewerkschaft der Polizei einig, dass man dieses Gesetz eben reformieren muss. Ja, also man muss diesen Paragraphen abschaffen, ganz simpel, und ihn ersetzen durch eine echte Kontrollbefugnis mit klaren Zulässigkeitsvoraussetzungen, damit wirklich zu jeder Zeit gewährleistet ist, dass unter bestimmten Voraussetzungen Personen kontrolliert werden können, aber dass eben diese Voraussetzungen auch für alle Beteiligten klar sind und es nicht sozusagen einer schwammigen Auslegung bedarf und dann am Ende eine solche Diskriminierung dabei rauskommt. Also das sind aus meiner Sicht wichtige Dinge, die in diesem Zusammenhang anzupacken sind und die auch dazu beitragen können, dass halt eben solche Vorfälle ja wirklich reduziert werden, dass es eben weitgehend nicht mehr dazu kommt und dass wir da auch auf dieser Ebene ein ganzes Stück nach vorne gehen können. Ich vermute mal, Herr Krüger, das ist ja auch eine wichtige Forderung von Amnesty, ne? Das Thema Racial Profiling und auch diesen Paragraphen abzuschaffen. Da sind Sie wahrscheinlich sehr, sehr einverstanden. Und vielleicht können Sie ja nochmal sagen, was aus Ihrer Sicht eben auch das Problem ist, eben auch nochmal, ne, als Menschenrechtsorganisation. Ja, Frau Dr. Mehalic hat ja schon wieder angesprochen. Ich hatte ja auch bereits eingangs gesagt, es ist eben eine Menschenrechtsverletzung, es ist eine Diskriminierung, es passiert auch in Deutschland. Wir hören das von Betroffenen immer wieder. Wir haben auch mittlerweile diverse Urteile, die solche Sachverhalte festgestellt haben, dass menschenrechtswidrig und diskriminierend kontrolliert worden sind, ausschließlich aufgrund ihrer Hautfarbe. Und das ist natürlich ein menschenrechtliches Problem, das abgeschafft werden muss. Es ist natürlich, dieses ganze Problematik hat viele Dimensionen. Man muss zum Teil gucken, es ist eine unglaubliche Belastung für die Menschen selbst, wenn sie ständig kontrolliert werden und sie genau wissen, dass es nur aufgrund ihrer Hautfarbe passiert. Es führt, wie ich auch bereits schon gesagt habe, zu Vermeidungsverhalten, dass bestimmte Orte nicht mehr aufgeführt werden, aufgesucht werden. Sprich, es hat mit Einschränkungen auch im eigenen Alltag zu tun. Das ist schon eine persönliche Belastung. Es ist eben nicht nur kurz angehalten werden und dann kommt der Ausweis raus und dann ist auch plötzlich wieder alles in Ordnung, weil man der Polizeibeamte oder die Polizeibeamtin auch nichts Böses im Schilde führt. Es ist für die Menschen tatsächlich eine Belastung. Eine andere Dimension ist das Thema Forschung, was eben auch schon angesprochen worden ist. Es gibt zu diesem ganzen Thema Rassismus und Polizei und menschenfeindliche Einstellung einfach viel zu wenig Forschung. Wenn wir in den angloamerikanischen Bereich schauen, dort haben sie eine Studienanzahl bei Racial Profiling, die liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Hier in Deutschland war bereits eine einzige Studie, die Debatte darum, ein unglaublicher Eiertanz, ein unglaubliches Problem für die Menschen, für die Politik. Das geht so nicht, da braucht es einfach mehr Forschung. Und man muss eben auch wieder, was ich eben auch schon angesprochen habe, das Fachliche ansprechen. Es ist auch ein Problem für die Polizei, weil es eben Vertrauen zerstört bei den Menschen, die mit der Polizei zusammenarbeiten müssen, auf deren Zusammenarbeit die Polizei ganz massiv angewiesen ist. Und es ist eben auch eine Ressourcenverschwendung. Die Bundespolizei hat vom Oberverwaltungsgericht Koblenz vorgerechnet bekommen, anhand der eigenen Zahlen, wie unglaublich ineffektiv diese Blindkontrollen sind mit Bezug auf die Hautfarbe. Das lag im Promillebereich. Also man muss sich vorstellen, dass da unglaublich viele Personalstunden sozusagen anfallen mit sinnlosen Kontrollen, die zu nichts führen, die aber letztlich nur Schaden zufügen. Der Polizei selbst, wie auch den Betroffenen. Und da muss es einfach insgesamt zu einer Umkehrung des Denkens führen, auch innerhalb der Polizei, zu einem Mentalitätswechsel aus unserer Sicht. Da muss einfach mehr passieren, weil das am Ende verlieren dadurch alle Seiten. Ich würde, danke für den Beitrag. Ich würde jetzt gerne auf die Chats nochmal zu sprechen kommen, weil ich finde auch, dass das Thema Racial Profiling total wichtiges und interessantes Thema ist, was seit Jahren ja sehr kontrovers auch diskutiert wird, wo wir, glaube ich, eine klare Position haben, die ja auch Irene gerade skizziert hat. Um nochmal auf die Handlungsempfehlungen zurückzukommen, die hier auch in NRW erarbeitet wurde, wo Sie ja auch gesagt haben, dass Amnesty ja auch dazu auch gehört wurde. Und aus meiner Sicht muss ich sagen, dass die Stabsstelle im Innenministerium sehr viele wirklich gute Sachen aufgeschrieben hat, die auch wir Grüne unterstützen. Ne? Also Supervision beispielsweise, das Thema Werteorientierung, Wertekanon, was ja gerade angesprochen wurde und viele weitere Punkte, die damit eingeflossen sind. Hätten Sie sich denn als Organisation von Amnesty, hätten Sie sich noch weitere Punkte gewünscht? Also wie zufrieden sind Sie mit diesen Handlungsempfehlungen?
Also man muss vielleicht eingangs sagen, dass wir den Bericht jetzt nicht völlig verdammen. Nur aus unserer Sicht geht es einfach an vielen Punkten nicht weit genug. Wobei man dann auch immer wieder fragen muss, was sind dann die Punkte? Viele dieser Handlungsempfehlungen bleiben doch sehr im Wagen. Aus unserer Sicht ist das alles, klingt das alles sehr unverbindlich, sehr... Das kann vieles bedeuten. Wir hatten da schon auch relativ konkrete Vorstellungen, die wir in die Gespräche mit eingebracht haben. Und wir hatten uns eigentlich von diesen Gesprächen, die sehr konstruktiv verlaufen sind, wo wir auch den Eindruck hatten, dass die Beteiligten auch von staatlicher Seite mit sehr viel Engagement und auch sehr viel Ernsthaftigkeit dabei waren, was ich denen auch überhaupt nicht absprechen möchte, um Gottes Willen. Aber wir waren von den Ergebnissen, die da am Ende rausgekommen sind, schon ein Stück weit enttäuscht. Wir hätten uns da mehr gewünscht. Einfach auch Konkreteres, was Antirassismus Trainings beispielsweise angeht, was Fortschritte in der Ausbildung angeht, dass bei spezifischen Inhalten in Bezug auf die sogenannte Ausländerkriminalität zum Beispiel, da ist einfach aus unserer Sicht sehr, sehr viel auf der Strecke geblieben. Man muss natürlich gucken, was bleibt dann am Ende übrig, was passiert dann tatsächlich. Ich will nicht ausschließen, dass wir am Ende positiv überrascht werden von dem, was da passiert. Nur aus unserer Sicht machen die Handlungsempfehlungen eher wenig Mut. Okay, ich könnte jetzt wahrscheinlich Herrn Früchte noch fragen, wie er das beurteilt, aber ich glaube, wir machen mal, also ich kann Ihnen auf jeden Fall zusagen, Herr Krüger, dass wir als Grüne definitiv darauf dringen werden, dass das, was aufgeschrieben wurde, auch umgesetzt wird, und ich glaube, dann wären wir schon ein ganzes Stück weiter, weil ich, wie gesagt, finde, dass da wirklich vieles Gutes auch drinsteht, und sicherlich kann man an der einen oder anderen Stelle auch nochmal drüber streiten, ob es nicht noch konkreter sein müsste und auch weitergehender ist, aber ich finde, auch das ist ja eine Rolle von Zivilgesellschaft und auch durchaus von uns auch als Oppositionsfraktion, auch mehr zu fordern und auch eine Konkretisierung zu fordern und auch nachher zu, naja, würde ich sagen, auch zu schauen, wird das jetzt auch wirklich umgesetzt, wird das implementiert, und das werden wir natürlich parlamentarisch auf jeden Fall begleiten. Ich würde gerne nochmal das Stichwort Disziplinarverfahren in den Raum werfen. Sie hatten schon eingangs gesagt, dass Sie damit ja auch beschäftigt waren. Irene, ich weiß auch, dass euch das Thema Disziplinarverfahren ja beschäftigt, weil es eben die Fälle gibt von Personen im öffentlichen Dienst, die dadurch auffallen, dass sie zum Beispiel eben rassistische Positionen haben. Und ich glaube, wir sind uns sehr einig darüber, dass solche Menschen eben nicht für den Staat und in seinem Namen arbeiten sollten. Ich würde Sie beide eigentlich gerne fragen, also Irene und Herrn Früchte, ob es Veränderungen braucht bei der Möglichkeit von Disziplinarverfahren und eben der Möglichkeit, Personen aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen, beziehungsweise ich würde daran auch die Frage anknüpfen wollen, ob eigentlich Hürden gesenkt werden müssen, damit Personen, die vielleicht längere Zeit in solchen Chats waren und Inhalte geduldet haben und sich dann vielleicht nicht mehr trauen zu melden, weil sie haben das ja irgendwie mitgemacht und haben sich nicht gemeldet, und ab einem bestimmten Zeitpunkt ist es dann vielleicht auch schwierig sozusagen, sich dann noch bei einer Behörde zu melden, weil man ja ganz lange quasi mitgelesen hat und nicht interagiert hat. Ich weiß nicht, wer starten möchte. Vielleicht fangen wir mal mit Irene an und dann kann Herr Früchte noch aus seiner Perspektive nachlegen. Ja, das Disziplinarrecht ist in diesem Zusammenhang natürlich wichtig, aber man muss natürlich auch verstehen, dass man mit dem Disziplinarrecht nicht sozusagen Beamtinnen und Beamte beliebig aus dem Dienst entfernen kann. Ja, also Beamtinnen und Beamte stehen in einem besonderen Dienst- und Treueverhältnis. Das ist verfassungsrechtlich verankert. Sie haben besondere Rechte, aber halt eben auch besondere Pflichten. Und also das heißt, es ist nicht mal eben so geregelt, oder man kann jetzt nicht mal eben so eine Vorschrift erlassen, wonach das mal eben so lockerflockig geht. Wenn sich jemand rassistisch äußert, dann ist er halt weg. Also das heißt, das ist sehr, sehr voraussetzungsvoll, wenn man halt eben Beamtinnen und Beamte, die auf Lebenszeit angestellt sind und auf Lebenszeit halt eben auch vom Staat alimentiert werden, die halt eben sozusagen aus dem Dienst zu entfernen. Und aber trotzdem bin ich der Überzeugung, dass wir rechtlich nachsteuern müssen. Und zwar nicht in Form eines radikalen Erlasses, ja, so wie wir das schon mal gekannt haben. Also jetzt wir vielleicht nicht, weil wir lebensjünger sind, aber zumindest hat es das schon mal gegeben, dass halt eben auf dem Erlasswege halt eben Menschen entweder der Zugang zum öffentlichen Dienst verwehrt wurde, weil sie eine besondere politische Einstellung hatten, oder halt eben aus dem Dienst entfernt werden konnten, eben aufgrund ihrer politischen Haltung.
Und das halte ich für sehr, sehr schwierig, ja, weil das natürlich auch sozusagen in alle Richtungen möglich ist. Ich finde, wenn man ans Disziplinarrecht ran will, dann muss es auf dem gesetzlichen Wege geschehen. Also dann braucht man gesetzliche Änderungen, die halt eben dafür sorgen, dass man halt eben Menschen mit einer extremistischen Haltung zügig aus dem Dienst entfernen kann und da die Voraussetzungen entsprechend absenkt. Aber der Vorteil eines Gesetzes ist halt eben immer, dass es ein parlamentarisches Verfahren gibt, dass es Anhörungen gibt und dass man das sozusagen immer in den Kontext unserer Verfassung stellen muss und es nicht einer alleine entscheidet auf dem Erlasswege. Also das heißt, dafür brauchst du parlamentarische Mehrheiten und dann hat man dafür auch eine breite Legitimation, das am Ende so zu machen und das halte ich für den besseren Weg. Stimmen Sie dem zu? Also ich stimme Frau Mihalic zu, dass es unabdingbar ist, dass Polizeibeamte, ich glaube, ich habe das gerade auch schon ganz deutlich gesagt, die sich ein solches Gedankengut zu eigen machen, schnellstmöglich aus dem Dienst entfernt werden. Ich stimme Ihnen nicht zu, dass das in einem Gesetz explizit geregelt werden müsste. Jedenfalls kann ich das für Nordrhein-Westfalen sagen, nach meinen Erfahrungen, die ich als Direktor des LAFP gesammelt habe. Ich habe auch die Disziplinaraufsicht über die 47 Kreispolizeibehörden, da habe ich also einen relativ guten Überblick. Das Disziplinarrecht gibt die Möglichkeit, einen Beamten, der gegen seine Kernpflichten verstößt, Frau Mihalic hat ja gerade die besonderen Pflichten auch dankenswerterweise erwähnt, ein Beamter, der gegen seine Kernpflichten verstößt, und das ist eindeutig die politische Treuepflicht, die sich an die Verfassung richtet, das ist eben ganz wichtig, dass dieser Beamte aus dem Dienst entfernt werden kann. Das ist natürlich ein rechtsstaatliches Verfahren, ein zu Recht auch mit hohen Hürden verbundenes Verfahren, denn ich sag mal, wir hatten auch schon mal Zeiten, wo Polizeibeamte im Nazireich aus dem Dienst entfernt wurden, eben aus politischen Gründen heraus. Und solche Zeiten wollen wir ja alle auch nicht wieder haben. Da bin ich auch ganz klar aufgestellt. Heißt für mich, wir bräuchten da aus meiner Sicht keine explizite gesetzliche Regelung, weil es diese Möglichkeiten gibt. Entscheidend ist die Frage, ist ein solcher Kernpflichtenverstoß nachweisbar? Rechtsstaatlich nachweisbar. Und da bin ich ziemlich sicher, dass uns das in Nordrhein-Westfalen gelingen wird. Meine Behörde arbeitet daran und wir haben praktisch ein Jahr nach diesem Aufkommen der Chats jedenfalls einen ersten Beschluss beim OVG Münster erreicht. Ich nenne das immer den High Court des Disziplinarrechts in Nordrhein-Westfalen, der ist auch rechtskräftig, der ganz klar sagt, dass Beamte menschenverachtende Daten grundsätzlich zu unterlassen haben und dass es keinerlei Bagatellgrenze dort gibt. Das sind für mich zwei Sätze, die es deutlich machen. Hier kann man handeln, man muss handeln, das bedarf aber einer entschlossenen Vorgehen der zuständigen Behörden, aber daran bin ich sicher, wird es in Nordrhein-Westfalen nicht mangeln. Vielen Dank für beide Beiträge. Ich glaube, wir vertiefen das Thema jetzt nicht weiter. Normalerweise würde ich sagen, später beim Kaffee oder angesichts der Uhrzeit beim Feierabendbier könnte man es weiter diskutieren. Aber ich würde sagen, wir sprechen vielleicht noch mal kurz ein anderes Thema an, was mehrfach heute auch schon Thema war. Und da geht es um die Ausstattung der Polizei. Wir haben mehrfach darüber gesprochen, wir brauchen eine gute IT-Ausstattung und so weiter und so fort. Aber was immer wieder auch Thema ist, ist die Frage von quasi Ausstattung, die Polizei am Körper trägt. Also ich sag mal zum Beispiel den Taser oder Bodycams. Oder wir diskutieren, das trägt man jetzt nicht am Körper, aber auch das sozusagen ein Thema, die Videobeobachtung. Also technische, wie würde man das nennen, Herr Früchte? Sie wissen, was ich meine jedenfalls. Ja, ne? Führungs- und Einsatzmittel nennen wir das. Führungs- und Einsatzmittel. Technische okay. Einsatzmittel. Ja. Technische Einsatzmittel. Ich habe wieder was gelernt. Technische Einsatzmittel. Irene, wie stehst du zu solchen technischen Einsatzmitteln, wie zum Beispiel den Taser oder auch die Bodycam? Ja, also ich glaube, über den Taser ist gerade in den letzten Monaten also viel diskutiert worden, über Sinn und Unsinn meinetwegen. Also ich finde einfach, dass also nach allem, was ich bisher gehört habe, ist einfach, also ist es aus meiner Sicht noch nicht hinreichend geklärt, ja, ob sozusagen Streifenbeamtinnen und Beamte tatsächlich diesen Ausrüstungsgegenstand brauchen zur Bewältigung ihrer täglichen Aufgaben, ja, einfach weil wir noch
viel zu wenig Wissen über die Wirkung. Es gibt, ich sag mal, beunruhigende Studien aus den USA, die halt eben nahelegen, dass der Taser halt eben doch ja häufig unbeabsichtigt eben tödliche Wirkung entfaltet, was man halt eben nicht von vornherein so abschätzen kann. Ich habe mir auch sagen lassen, also auch, also ich habe ja viel mit der Bundespolizei zu tun und auch da wird das Thema ja bewegt. Also ich habe mir sagen lassen, dass das Training ja auch nicht so unaufwendig ist. Also man muss den Einsatz trainieren. Ja, also es ist nicht damit getan, dieses Gerät einfach auszugeben und dann wird es halt angewandt. Und dass dieses Training halt eben auch ziemlich voraussetzungsvoll ist. Ja, also das muss man muss es halt eben regelmäßig üben, damit man es sicher anwenden kann. Und ich bin nach der Debatte einfach zu dem Schluss gekommen, dass ich den Taser, ich glaube, der heißt gar nicht Taser, ja, das ist, der hat noch einen anderen Namen, ne? Aber den komme ich jetzt gerade nicht drauf. Distanz-Elektro-Impulsgerät. Genau, Distanz-Elektro-Impulsgerät, genau. Dass diese Geräte eigentlich bei den Spezialeinheiten wahrscheinlich noch am besten aufgehoben sind. Ja, also das kriege ich halt eben sozusagen auch von Praktikerinnen und Praktikern gespiegelt, weil man da halt eben sozusagen den Anwendungsfall einfach besser abschätzen kann. Ja, also Spezialkräfte kommen ja nicht in irgendeine Spontansituation, wie das Streifenbeamtinnen und Streifenbeamte tun, sondern deren Einsätze sind halt eben in aller Regel geplant, gut geplant, beziehungsweise sie haben über verschiedene Kenntnisse, die sie schon erwarten lassen, was da so auf sie zukommen wird. Und deswegen würde ich sagen, okay, den Taser sehe ich da besser aufgehoben. Bei der Bodycam bin ich so ein bisschen überrascht, was die Debatte da auch der letzten Jahre, muss man ja sagen, angeht. Also das ist ja in Deutschland aus einer völlig anderen Perspektive diskutiert worden als zum Beispiel in den USA. In den USA ist die Bodycam ja von Bürgerrechtlern gefordert worden, ja, weil sie sozusagen ein Instrument haben wollten, um nachweisen zu können, dass sie vielleicht ungerechtfertigt kontrolliert werden oder dass sie Opfer von ungerechtfertigter Polizeigewalt werden. Also das heißt, da hat es eine starke bürgerrechtliche Implikation. In Deutschland ist die Diskussion völlig umgekehrt verlaufen. Da ging es eigentlich um Angriffe auf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Und damit sich diese eben schützen können, hat man dann überlegt, okay, dann führen wir jetzt diese Bodycam ein. Also ich finde, dass es in beide Richtungen gewinnbringend ist. Also es gibt ja inzwischen schon Untersuchungen, die nahelegen, dass das Tragen einer Bodycam, ich sag mal, auf alle Beteiligten einer Polizeikontrolle oder eines Polizeieinsatzes eine gewissermaßen disziplinierende Wirkung hat. Und das finde ich erstmal gut. Deswegen stehe ich diesem Instrument eigentlich auch sehr positiv gegenüber. Also wenn es beide Seiten diszipliniert, kommt es in aller Regel nicht oder nicht so häufig zu Gewaltanwendung und dann gehen auch alle unverletzt nach Hause und das finde ich erstmal positiv. Ich finde, was man noch eingehender besprechen müsste in diesem Zusammenhang ist, wie sieht's denn aus nach einem solchen Anwendungsfall mit den Zugriffsrechten auf die Daten? Ja, also wenn es um den Nachweis geht, bestimmte Handlungen des Verhaltens des Polizeibeamten, des Verhaltens der Bürgerin, des Bürgers, dass man dann wirklich noch klarer regelt, wer hat Zugriff auf diese Daten, wie lange werden sie vorgehalten, wo werden sie gespeichert, wie ist es eigentlich mit der Löschung, kann da jeder drauf zugreifen? Also ich glaube, Sie verstehen alle, was ich meine. Ich glaube, das ist noch nicht so geregelt, dass es tatsächlich auch allen Interessen dient. Also wenn wir sagen, die Bodycam muss auch irgendwo allen Interessen dienen, also sowohl denen der Polizei als auch denen des Gegenübers, dann müssen da auch ähnliche Voraussetzungen geschaffen werden, dass zum Beispiel über einen Rechtsbeistand entsprechend die Dinge auch beigezogen werden können und dass sie halt eben so vorgehalten werden, dass auch ein Zugriff möglich ist, auch noch nach längerer Zeit möglich ist. Und ich glaube, da könnten sich hier und da noch einige Dinge verbessern. Fürs Bundespolizeigesetz kann ich das beantworten. Das sollte sich verbessern auf der Ebene. Nordrhein-Westfalen weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie es da jetzt bestellt ist. Aber man hört es halt eben von allen Ebenen, dass da eben auch Verbesserungsbedarf besteht. Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass man diese Fragen klären muss. Als wir den Piloten hier in Nordrhein-Westfalen eingeführt haben zu den Bodycams, ich weiß nicht, ob Matti Bolte noch zuguckt, aber wir haben etliche Runden gedreht, damals in der Koalition und mit dem Innenministerium, wie man diese ganzen Löschfristen und Einsichtsrechte regelt hier in Nordrhein-Westfalen. Und es gibt ja Einsichtsmöglichkeiten, aber das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ich würde die Frage auch gerne nochmal weitergeben, weil ich
mir gerade gar nicht so sicher bin, wie Amnesty zum Thema Bodycams steht. Ich meine aber, dass Sie durchaus auch diese Perspektive vertreten, wie sie in den USA auch diskutiert wird. Ne? Also auch als Mittel, um Polizeieinsätze sozusagen mitfilmen zu können und nicht nur so wie Irene Mialitsch es gerade skizziert hat, wie es hier in Deutschland ja vielfach diskutiert wird, als Mittel eben, um Gewalt gegen Polizeibeamte zu verhindern. Ja, ganz richtig. Frau Dr. Merhaltsch hat es ja schon angesprochen. Diese Grundproblematik ist ja da, dass in Deutschland diese ganze Debatte unter völlig veränderten Vorzeichen geführt wird. Nämlich nicht aus der Perspektive des Bürgerrechtsschutzes, sondern aus der Perspektive Gewalt gegen Polizeibeamte, von der wir jetzt auch nicht wirklich sagen können, ob sie tatsächlich zunimmt, wo man auch erhebliche Zweifel haben muss, dass diese Gewalt tatsächlich zunimmt vor dem Hintergrund der kriminologischen Rahmendaten, die wir haben. Das Thema Bodycam ist nicht ganz einfach. Wir haben uns in verschiedenen Anhörungen in Innenausschüssen dazu immer wieder geäußert und da so die grundsätzliche Position bezogen, dass wir nicht gegen den Einsatz von Bodycams sind. Nur es geht einfach darum, dass einfach wirklich auch gewisse Mindestvoraussetzungen dafür da sein müssen. Es geht zum einen darum, dass vor allem auch die Bürgerinnen und Bürger, also die Menschen, die von der polizeilichen Maßnahme betroffen sind, die Möglichkeit haben, dass die Bodycam eingeschaltet wird. Sprich, wenn sie so den Eindruck haben, okay, hier läuft was nicht richtig oder das sollte nicht so laufen, dass sie einen Anspruch darauf haben, ich möchte, dass sie diese Bodycam jetzt einschalten, damit das mitläuft, damit das dokumentiert wird. Das ist aus unserer Sicht sehr zentral. Und ein Punkt, den wir auch immer wieder angesprochen haben, ist die wissenschaftliche Evaluation. Es wurde ja auch schon angesprochen, dass es da bestimmte Studien gibt. Tatsächlich gibt es im angloamerikanischen Bereich dazu sehr viele Studien. Und es ist so, dass diese Studien sehr unterschiedliche Ergebnisse zutage haben treten lassen. Teilweise hat es dazu geführt, dass die Gewalt gegen Polizeibeamte zugenommen hat. Teilweise ist sie weniger geworden. Teilweise hat es dazu geführt, dass die Gewalt gegen das polizeiliche Gegenüber zugenommen hat. Teilweise kam es zum Ergebnis, dass sie abgenommen hat. Ähnlich diffuse Ergebnisse haben sie teilweise auch in Deutschland von Pilotprojekten. Hier in Nordrhein-Westfalen, in Thüringen, wo dann häufig auch die statistische Signifikanz sehr bescheiden war bei den Unterschieden zwischen den einzelnen Gruppen. Also das ist alles sehr schwierig, deswegen fordern wir da in dem Zusammenhang auch auf jeden Fall, dass es immer eine entsprechende wissenschaftliche Evaluation auch stattfindet. Und was auch schon angesprochen worden ist, natürlich die entsprechende Datensicherheit. Sie muss diese Videoaufnahmen müssen davor geschützt werden, dass nachträglich Polizeibeamtinnen und Beamte Zugriff darauf haben, dass es gelöscht werden kann. Die Fristen müssen entsprechend lang sein, weil sich Bürgerinnen und Bürger unter Umständen erstmal überlegen, ob sie eine Strafanzeige gegen Polizeibeamte stellen und diese Aufnahmen benötigen. Einen Anwalt aktivieren etc. Also da müssen die Fristen entsprechend sein und die Datensicherheit muss dann natürlich bei all dem auch gegeben sein. Das ist so unsere Position, die wir zu dem Thema haben. Ja, vielen Dank dafür. Wir müssen jetzt so ein bisschen auf die Zeit achten und ich würde unbedingt gerne Herrn Früchte noch eine Frage stellen wollen und ich habe mir eine super Abschlussfrage überlegt, die muss noch kommen auf jeden Fall. Ja. Genau, nein, aber ich würde gerne, weil wir jetzt das Thema, jetzt sind wir so ein bisschen auf Bodycams gekommen und Irene Mihalic hatte vorher ein bisschen was zu Tasern auch gesagt, dahinter steckt ja auch immer wieder so eine Debatte von, ist das so ein Aufrüsten der Polizei mit weiteren technischen Einsatzmitteln. Was mich nochmal interessieren würde, ist, wir haben ja in Nordrhein-Westfalen seit den 80er Jahren, es ist ja entwickelt worden, die NRW-Linie der Polizei, die, um auch nochmal auf den Aspekt der Bürgernähe zu kommen, ja ganz, ganz wichtig war, um auch so eine Bürgerorientierung der Polizei auch deutlich zu machen. Können Sie uns vielleicht nochmal kurz sagen, was ist diese NRW-Linie der Polizei, diese ominöse NRW-Linie, die immer wieder genannt wird und was ist der Wert davon, was hat es damals vielleicht auch verändert und als Direktor AD des LAFP wird diese NRW-Linie den jungen, angehenden Polizeibeamtinnen und Beamten vermittelt? Wird sie gelebt? Ich fange mal mit dem Letzten an. Ich sage ein klares Ja. Was ist die NRW-Linie eigentlich? Für mich ist die NRW-Linie nichts anderes als eine Konkretisierung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, der in der Verfassung verankert ist. Und da kann man eigentlich stolz sein als Polizei in Nordrhein-Westfalen, dass wir schon sehr früh, und zwar im Themenzusammenhang Versammlungen, da ist sie ja im Grunde genommen entstanden, diese NRW-Linie entwickelt haben, damals noch unter Innenminister Dr. Herbert Schnorr und der damalige Inspektor Dietl und einer meiner Vorgänger Dr. Ginzel, die im Prinzip entwickelt haben. Und der Brockdorf-Beschluss fußt ja auch oder greift das ja auch ganz besonders auf. NRW war vor dem Brockdorf-Beschluss schon dabei. Und deswegen will ich das vielleicht mal zusammenbinden, denn ein wesentliches Element dieser NRW-Linie ist ja Kommunikation. Mhm.
Und Frau Mihalic hat gerade aus meiner Sicht und deswegen völlig zu Recht auch was zu den technischen Einsatzmitteln der Polizei gesagt und auch erschöpfend. Aber das wesentliche Einsatzmittel der Polizei in 99,9% der Fälle ist die Sprache, die Kommunikation. Es ist ja jetzt nicht so, da muss man immer bei diesen Debatten aufpassen. Polizisten rennen ja jetzt nicht ständig mit dem Taser, der Waffe und dem Schlagstock durch die Gegend. Gott sei Dank ist das eben nicht so, sondern wir reden mit den Leuten und das funktioniert ja dann auch in den allermeisten Fällen, auch wenn es zugegebenermaßen deutlich schwieriger geworden ist. Wenn ich das so mit meiner doch jetzt Jahrzehnte zurückliegenden Wachdiensttätigkeit vergleiche, sind die Anforderungen aus meiner Sicht schon stark gestiegen. Also ja, die NRW-Linie wird vermittelt, aber jetzt nicht explizit nur unter dem Versammlungsaspekt, sondern einfach auch unter dem Aspekt Verhältnismäßigkeit des Einschreitens. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und wir haben vorhin in unserem Vorgespräch auch mal, man kann jede Menge in Gesetze schreiben. Ja? Der entscheidende Faktor ist der Beamte, die Beamtin im Kommunikationsverhalten zum, Sie haben gesagt, polizielles Gegenüber, ich sag mal, gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Wenn der Polizist das lebt, dann wird das Gesetz auch vernünftig angewendet. Und das ist eigentlich die Kunst in der Ausbildung. Innerer Kompass, wie ich es schon mal gesagt habe. Mhm. Dann ist auch die Pflicht, Frau Mihalic, die Pflicht eines Polizisten, ein Gesetz genau so anzuwenden, wie es die Verfassung vorgibt, wie es die Menschenwürde vorgibt. So intelligent kann man Gesetze gar nicht schreiben. Entscheidend ist, was macht der Beamte, was macht die Beamtin daraus? Und deswegen ist das der entscheidende Faktor, der Mensch. Das ist doch schon ein schöner Schlusssatz. Dann können wir jetzt auch zu meiner Abschlussfrage. Ich hätte noch so ein paar Fragen hier auf dem Zettel, aber wir schaffen es heute einfach nicht mehr. Wir müssen einfach einen zweiten Polizeikongress machen und dann laden wir Sie einfach wieder ein und diskutieren weiter, würde ich vorschlagen. Ja, sehr gut. Machen wir gerne. Wir haben ja jetzt hier heute bei der Abschlussrunde, wir sind ja 4 Personen und 2 davon sind ja tatsächlich Polizistin und Polizist. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir beide wären auch bei der Polizei. Das ist jetzt die Voraussetzung, ja? Und ich habe vorhin schon gesagt, ich gucke eigentlich so gut wie nie Talkshows, außer da sind wichtige Grüne dabei und man muss das mal gesehen haben. Aber genau, eine der vielen Talkshows, die es ja so gibt, ist Hart, aber fair. Und da gibt es zum Schluss ja immer diese Abschlussfrage. Mhm. Wer macht was mit wem? So, jetzt stellen wir uns vor, wir sind alle 4 bei der Polizei. Und jetzt geht es darum, eine Schicht Streife zu fahren. Und da würde ich Sie, Herr Früchte, doch mal bitten zu sagen, mit wem Sie von uns gerne auf den Streifenwagen gehen würden und so eine Schicht machen würden. Einfach so ganz spontan. Ja. Mit Ihnen. Ach, das ist aber nett. Ja. Da komme ich mit. Das machen wir. Ja. Aber ich darf das ja nicht mehr. Ja, das ist schade. Das ist schade, ja, genau. Und warum? Ah, die müssen Sie nicht beantworten, das klären wir warum später bei mir. Warum ich das nicht darf oder warum ich mit Ihnen fahren will, das ist eine Doppelfrage. Ja, das ist ja eigentlich das Lustige, aber wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Herr Krüger. Ich glaube, ich würde mit Frau Dr. Mihalic fahren, tatsächlich. Weil, soweit ich weiß, ist es immer relativ vorteilhaft, wenn gemischte Streifenbesatzungen unterwegs sind. Das macht viel Sinn in der tatsächlichen Einsatzbewältigung. Und natürlich ist es auch so, dass Frau Dr. Mihalic ja auch insgesamt, ich glaube, 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Polizei hat. Und ich denke, dass sie auf so einer langen Nachtschicht auch einiges Spannendes erzählen könnte. Sehr gut. Und Irene, mit wem fährst du Streife? Ja, das Letzte wäre jetzt auch mein Argument gewesen. Ich würde unheimlich gerne mal mit Herrn Früchte auf Streife gehen oder fahren, weil da würde ich mich sehr sicher fühlen aufgrund der umfangreichen Diensterfahrung und ich glaube, das würde ganz gut funktionieren. Ja, prima, sehr gut. Dann haben wir hier, schade, dass wir es nicht machen können, aber... Können wir mal fragen, vielleicht können wir mitfahren hinten. Genau, viel, hinten, oh nee, genau, schauen wir mal, was wir daraus machen. Ja, vielen Dank für die Runde, für das Podium. Es war mir eine große Ehre, das hier noch machen zu können und mit Ihnen hier und mit dir, Irene, diskutieren zu können. Wir setzen das einfach fort. Ich hoffe, dass wir heute, wie gesagt, eine Tradition begründet haben von Polizeikongressen in Nordrhein-Westfalen. Schauen wir mal, es wäre auf jeden Fall schön und ich würde damit auch jetzt die Veranstaltung tatsächlich auch abschließen und abbinden wollen. Ich will mich noch bei allen bedanken, die so lange jetzt ausgehalten haben bis 20.34 Uhr. Ich finde, es war ein sehr spannender, sicherlich ein sehr voller Tag mit vielen spannenden Impulsen, mit interessanten Gästen, mit vielen Diskussionen. Ich will mich dafür ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, die mitdiskutiert haben, die mitgemacht haben, die dabei waren. Aber ich will mich vor allen Dingen auch noch mal bei meinem Team bedanken, weil so ein Kongress ist einfach
wahnsinnig viel Arbeit. Das denkt man vorher meistens nicht, dass einen das dann doch so viele Tage und Wochen vorher beschäftigen würde. Also deshalb ein ganz, ganz großes Dankeschön an Hasrit Karatschuban, an Laurenz Lange, Christian Walka und Martha Schulzinski. Das ist mein Büroteam, aber auch an das Technikteam. Ich hatte wirklich ein bisschen Sorge, ob das alles klappen würde mit der Technik, weil so ein digitaler Kongress muss dann ja auch irgendwie fluppen. Also da nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, großes Lob an das Technikteam und auch an unsere Pressestelle, die das auch alles mit begleitet hat. Also vielen, vielen Dank an alle, die daran mitgewirkt haben, mitgearbeitet haben und dass es heute so gut funktioniert hat. Und ja, ich wünsche allen noch einen schönen Abend und ich hoffe, dass wir uns demnächst vielleicht dann auch mal wieder in live und in Farbe beim Kaffee treffen. Bis dann, einen schönen Abend noch.